Hallo, Anycast mal wieder, Folge 10. Langsam wird es hier ein bisschen bunter. Mein Name ist Renke Brun und mir gegenüber sitzt der Wahnsinnmeister Dennis Morhardt. Guten Tag. Moin Moin. Was ist denn heute los? Keine Jubiläumsausgabe? Ach, verdammt, ganz vergessen. Natürlich ist auch eine Jubiläumsausgabe. Ach, so ein Mist. Aber jetzt fangen wir nicht nochmal neu an. Jetzt lassen wir das so. Ich habe nämlich keine Lust. Dennis, es ist immer in Folge 10. Dennis, also, ich grüße dich. Ja, ja, stimmt. Ja, das habe ich natürlich absichtlich weggelassen, damit der Witz natürlich noch witziger wird. Ja, 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 grüße ja, der ja, immer. Ja, Dennis. Da sind wir. Woche rum. Ja. Sonntag. Ja, eigentlich müssen wir in die Kirche jetzt. Jetzt um 16 Uhr? Ja, ist bei euch Katholiken nicht den ganzen Tag irgendwie immer Kirche? Diese ganze Zeit irgendwas Kirche. Aber ja, sag ich doch. Ich bin getaufter Heide. Sagst du auch Kirche? Ja, Kirche. Getaufter Heide? Wie? Ja. Seid ihr nicht? Ich dachte, ihr seid alle Katholiken in Polen. Ja, natürlich. Ja, aber ich bin getauft, aber ich bin Heide. Was? Heide ist ungläubig. Ja, ja, das verstehe ich schon. Aber es sind nicht Heiden die Offiziellen nicht getauften? Ich habe auch keine Ahnung. Ja, deswegen heißt es ja getaufter Heide. Ach so. Ach so. Ach, jetzt verstehe ich den Witz erst. Hm. Ja. Obwohl, so lustig war der auch gar nicht. Das ist eher so ein kleiner... Ach. Haha. Ne? Also ich habe gestern einen viel besseren mitbekommen, aber den dürfte ich, glaube ich, nicht sagen. Weil das ist dann Gotteslästerung. Nö, es macht nichts. Erstens hört uns eh keiner zu und zweitens, selbst wenn... Ach, ja, also es geht um... Ich kenne Verteidiger, Strafverteidiger, die... In Gotteslästerungssachen? Nee, aber generell so Leute, die sowas beruflich machen und die können dich bestimmt vertreten vor Gericht. Ja, mach dir mal nicht ins Hemd, das wird eh eingestellt. Okay, dann so kann ich es ja sagen. Ja. Also ich freue mich an den Tag an die Christen dran, also wenn sie wirklich entdecken, wozu das Glockenseil wirklich da ist. Es gibt ja den ja, den Film, der auch in, also voll normal sagt dir sicher was, ne? Ja, sagt mir was. Ja, mit Tom Gerhardt, ne, und Hilmi Sülzer, die so ein bisschen Assi spielen. Und es gibt, dann reden die immer über Filme. Die gucken ja die ganze Zeit Pornos zusammen, aber die reden auch über Horrorfilme. Unter anderem ein Zombie sagt Tommy, genau, ein sagt Zombie? Tommy irgendwann, ein Zombie hing am Glockenseil. Ja. Verdammt, hätte ich das gewusst? Ich muss mal kurz raus jetzt. Erzähl mal kurz was. Okay. Kannst du irgendwas, ja, erzähl doch schon mal einfach die erste Nachricht. Nein, also weiß nicht. Doch, erzähl mal. Ich mach jetzt das mal. Ich könnte jetzt zwei italienischen Horrorfilme und was erzählen, aber okay. Ja, du meinst hier, ja, okay. Trotzdem, ja, erzähl doch schon mal. Ich komme gleich wieder. Okay, ich hab eine kleine Überraschung. Okay, wir machen mal das erste Thema auf. Wenn der Herr Renke jetzt rausgeht und mich allein die Sendung machen lässt, ich ihn dabei empört angucke, wenn er den Raum verlässt. Ja, das können wir mit ablästern über Herrn Brun, oder? So. Naja, auf jeden Fall. Ich will nicht den ersten Gag ohne ihn machen. Er hat ihn so verurteilt, den ersten Gag, dann will ich ihn nicht ohne ihn machen. Dann soll er ganz schnell beeilen. Nein! Nein! Ich habe gerade in meinen Händen ein Zombie hing am Glockenseil, die DVD, in einer roten Box. Auf DVD, ja. Auf DVD. Sehr schön. Made in Europe. Ja, ganz was Feines, ja. Das ist die Sammleredition. Nee, wir waren mal auf so einer DVD-Filmebörse. Das ist doch, oh nein, das ist die, die darf doch gar nicht in Deutschland verkauft werden. Was? Die darf doch. Wieso darf sie nicht in Deutschland verkauft werden? Weil Essen hat sich kein FSK-Symbol. Doch, klar. Nein. Oben, nein. Rechts. Da steht nur keine Vermietung an Jugendliche. Ach so, stimmt, ja, stimmt, die ist irgendwie auf dem Index. Ja. Ja. Aber nee, so DVD-Film, Filmbörsen, Film, ja. Dingsbums, das ist ja, das gilt ja quasi als unterm Ladentisch. Da haben mich dann noch Fassungen von diversen Filmen erstehen können. Und dann auch der Spruch, hier wird der Kinosessel zum elektrischen Stuhl. Der Film ist aber übrigens scheiße. Das ist mir egal, er ist Kult. Der Film ist wirklich schlecht. Ein Zombie im Glockenseil ist ein richtig schlechter Film. Wir saßen zu fünf oder so, mit sehr viel Alkohol vor einem Fernseher und wollten uns den Film angucken. Das ging nicht. Wir haben es nicht ausgehalten. Wir wurden regelrecht schlecht gelaunt, als wir diesen Film versuchten zu schauen. Es ist Kult! Meinetwegen. Aber das ist halt schlecht. Naja. Gut. Das war witzig. Aber... Also jetzt hier die ganze Aktion, dass ich den Film jetzt hier raus... Weil ich habe ja, was ich alles an Filmen hier habe, ne? Ja, das wird ja... Ich gehe ja regelmäßig ja mit Filmen zu mir nach Hause von ihm.
Und dann du vergisst du sie zurückzubringen. Nein, also ich habe dir hier, keinen Ballon habe ich zurückgebracht. Ja, aber erst nach Bitten. Hast du jetzt eigentlich mal den Film, den Weihnachtsfilm mit Chevy Chase gesehen? Nein, habe ich immer noch nicht. Tja. Der liegt immer noch, na, guck ich noch. Hast du denn, Zurück in die Zukunft? Ja. Auch noch nicht. Aber Police Academy hast du dir ja auch bestellt. Ja, den ersten habe ich angefangen. Den ersten hast du angefangen zu sehen? Nein, nein, ich meine, die Box habe ich angefangen, ich habe den ersten jetzt fertig. Ah, okay. So. Gut. Hast du den auch in die Tappen geguckt oder am Stück? Am Stück natürlich. Wahnsinn. Wahnsinn. Und ich habe mir auch hier die kommentierte Fassung schon angeguckt. Ah ja, das ist ja. Ja. Tja. Tja, wollen wir vorangehen, Themen? Ja, gab es denn überhaupt was so die letzten Tage? Ja, es gibt Einigung im Patentstreit. Ja, das ist ganz großartig. Ja, und zwar darf jetzt Aldi Süd Paula Pudding verkaufen. Nur nennen sie es halt Flecki. Ja, damit hätten wir auch den Patentstreit dann gelöst. Ja, es gibt keine Patentstreite mehr auf der Welt. Damit ist es geklärt. Heißt es nicht Streits? Ist nicht die Mehrzahl von Streit Streits oder Streite? Kannst mich mal. Nein, ernsthaft, ich frage mich sowas immer und finde, also... Ich weiß, dass die Mehrzahl von Atlas Atlanten sind. Feierabend, das reicht mir. Das stimmt. Ja. Ich gucke jetzt mal, Streit. Das interessiert mich jetzt. Wir wollen ja auch Bildung, wir wollen ja auch ein bildender Podcast sein. Ach, wir haben einen Bildungsauftrag. Leute. Nee, die Streite, ach tatsächlich. Ah, ich hatte mal recht. Tja. Tja. Mhm. Hätte ich das mal nicht nachgeguckt. So. Tja. Ich habe diesen Flecki-Pudding noch nie gegessen. Keine Ahnung. Das ist nämlich bei Aldi Süd. Ja, und wir sind im Norden. Wir sind ja im Aldi-Äquator oben. Ja, der Aldi-Äquator, ja. Das kann man auch nochmal, gibt es sogar einen Wikipedia-Artikel zu, natürlich. Kann man auch mal verlinken eigentlich. Das ist nämlich die eigentliche Grenze Deutschlands, hat mal irgendwann vor... Richtig. Als dieser eine von den Albrechts da gestorben ist, hat das irgendein Boulevardmagazin, ich glaube Spiegel Online oder so, hat das geschrieben. Jetzt rülpst er schon wieder. Also erstmal, ich kriege immer Ärger, wenn ich rülpsen muss und schon mein Mikro ausstelle. Und ich dann trotzdem dann rede. Ich habe nichts gemacht. Man hört sich ein bisschen klimmert, ich trinke übrigens Kaffee, das tut mir leid, falls es ein bisschen laut ist. Ach ja, nee, wir haben den Pudding noch nicht gegessen. Zu meinem Punkt, und da hat irgendwie der Spiegel Online hat irgendwie geschrieben, das sei die eigentliche Grenze Deutschlands. Ja. Die Teilung verlief nie durch Ost und West, sondern immer Nord und Süd. Richtig. Wobei ich auch sagen muss, dass wir auch so ein totales Discounterland sind eigentlich, ne? Also ja. So viele Discounter gibt es in anderen Ländern gar nicht. Das entsteht langsam so in anderen Ländern. Nö, aber ich meine auch die ganze Einkaufskultur ist ja auch ganz anders. Ich bin ja nur, komme nur aus Ostfriesland, da ist man nur einfach, weil es halt näher an der holländischen Grenze liegt, ist man halt schon mal öfter in Holland gewesen oder auch in Belgien war ich das öfteren Mal. Da ist die Einkaufskultur eine ganz andere. Da gibt es auch wesentlich mehr qualitativ hochwertige Nahrungsmittel. Ja, das kriegt man, was man hier quasi irgendwie nur, da muss man irgendwie in den sonst was Delikatessenladen gehen und das ist dann schon wieder Etepetete. Also mit dieser, ist meine steile These jetzt mal, mit dieser Discounterisierung in den letzten Jahrzehnten haben wir auch einen deutlichen Qualitätsverlust an Nahrungsmitteln ist damit einhergegangen. Kann ich jetzt so nicht nachvollziehen. Ich hab ja die Zeit ohne Discounter gar nicht wirklich mitbekommen. Also, ja, bin ich auch zu jung. Ich bin 90 geboren, um mich mal zu outen. Ja. So viel älter bin ich auch nicht. Ja. Gibt es eine Menge Technik, neue? Jetzt willst du schon, ich dachte, wir reden jetzt noch ein bisschen über Discounter und nein. Und ich habe die ganze Zeit gerade nicht zugehört. Ja, okay. Ich führe ja Protokoll. Das ist gar nicht schlecht. Finde ich gut. Ja, dann erzähl mal mit deiner kleinen Dings da. Windows 8, die Consumer Preview oder Beta ist jetzt rausgekommen. Aber da gab es doch schon die erste Version, ist doch schon ein paar Monate her. Also, ja, das war aber keine Beta, sondern das war die Developer Preview. Ja. Aber die konnte da auch jeder laden. Ja, natürlich, die konnte jeder laden. Das ist halt, Microsoft macht da keinen Unterschied. Gerade da irgendwie keinen. Nicht mehr, muss man auch sagen. Ja. Das war früher auch anders, ne? Also Microsoft hat früher sehr viel Geheimhaltung betrieben. Mhm. Gerade Windows 8, der Entwicklungsprozess ist ja extrem offen. Also die posten irgendwie einmal in der Woche ein Video, Blogpost, en masse, ganze Zeit. Na, auch sinnvoller. Ich meine, da müssen sie das. Wenn ich entwickeln will, dann will ich das so wissen. Weißt du, richtig. Sonst immer so gewesen, haben die ein Produkt auf den Markt geschmissen. Vor die Füße geklappt. Ja, genau. Und dann hieß es dann immer für die ganzen Spielehersteller,
Erstmal patchen, weil es funktioniert schon wieder nicht und dann, ja. Genau, die ist jetzt seit einigen Tagen verfügbar. Hast du schon drauf? Ja, ich habe sie angetestet nach dreimaligem Download-Abbruch, weil mal die Festplatte voll war und mal ich zu blöd war, richtig herunterzuladen. Ach so. Ja, die waren halt viele Downloads und die Geschwindigkeit war auch sehr langsam. Und ich habe mich gewundert, wieso es kein Torrent gab. Das verstehe ich sowieso nicht, warum sie das dann nicht immer gleich als Torrent verteilen. Ja, weil das wäre dann cool gewesen, weil das wäre dann... Naja. Ja, vor allen Dingen sparst du doch an Kosten, wenn du so ein Unternehmen bist. Ja, natürlich. Das ist doch, was da an Traffic verursacht worden ist, will ich gar nicht wissen. Und gibt es jetzt, und zwar, die Consumer Preview, das ist jetzt die letzte Möglichkeit, das wird jetzt die letzte sein, Preview vor dem Release, also Windows 8 kommt zum Weihnachtsgeschäft raus. Das kann man erwarten. Das hat Microsoft noch nicht bestätigt, aber das ist damit zu erwarten, dass sie dann im Herbst das Ding raushauen. Wie alt ist Windows 7 jetzt? Das kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, es kam im 2008. So um den rum. Irgendwie habe ich das... 2009 erschienen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, ob das so war, weil ich habe die Zahlen nicht vor Augen und euch nachgeguckt. 22. Oktober 2009, also zum Weihnachtsgeschäft 2009. Dass die, ja klar, dann sind das jetzt irgendwie 3 Jahre oder so. Von Vista hat es länger gedauert auf Dings, oder? Also zumindest war das gefühlt, dass es länger gedauert, bis 7 kam. 2007. Wie ist denn das mit der, also ich frage dich Januar jetzt mal, 2007. Ich frage dich jetzt mal aus, dich alten Windows- und Microsoft-Fanboy hier. Wie ist denn das mit der Kompatibilität? Also mehr Ressourcen als früher benötigend oder weniger als Windows 7? Weniger. Also noch weniger. Microsoft hat leider nicht sich dafür entschieden, den Kernel komplett neu zu schreiben. Ja. Da gibt es Preview, also so in ihrer Entwicklerlabore, da haben sie tatsächlich den Kernel schon mal neu geschrieben mal. Das Problem ist aber, dass die alte Software dann von dem ganzen, was schon vorher lief, dann nicht läuft. Deswegen fahren sie jetzt hier den Weg, einfach den Kernel komplett aufzuräumen. Und hattest du in Windows 7 noch so Dinger drin aus 98 und so, solche Leichen im Keller, weil die irgendein Großkunde mal noch brauchte. Das waren irgendwie Soundtreiber mal oder so, das jetzt komplett runtergefahren ist. Und Windows 8, selbst die Systemanforderungen sind sogar geringer als bei Windows 7. Das heißt, ich kann mir hier im Prinzip mein altes Windows-Notebook schnappen, was hier noch irgendwo rumliegt, und kann mir das jetzt mal betamäßig draufklatschen. Genau, wenn es, um es gleich nochmal rauszusuchen, ich glaube, ich muss einen 1 GHz-Prozessor haben. Ja, locker. Ich glaube, für 1 GB RAM haben. Ich meine, 2. Bei 64-Bit. Ja, nee. Doch. 64-Bit? Bin ich überfragt. Ja. Also Windows 7 konnte ich nämlich komischerweise, habe ich nicht installieren, nicht installiert. Genau, das ist Windows 7 wollte 2 GB haben für 32-Bit. Das ist jetzt niedriger geworden, 1 GB. Okay, aber ich hatte ja 2 GB RAM. Okay. Der hat während der Installation immer abgebrochen. Oh. Das sollte jetzt nicht passieren. Also, weil Windows 8 ist jetzt natürlich... Das war ja damals die letzte Chance, die ich Microsoft noch geben wollte. Oh. Und der hat vergeigt. Ja. Tja, und dann haben sie halt verkackt. Naja, aber Windows 8 ist deswegen jetzt schmaler auch geworden, weil die das Ding halt auch für ARM rausbringen müssen wollen. Und da muss es halt irgendwie weniger verbrauchen. Und deswegen ist Windows 8... und es ist halt... Microsoft geht halt nicht den Weg nochmal... zu sagen, mit diesem Release halt irgendwie nochmal alles neu zu machen, nochmal neu anzufangen oder so. Wie viel das Apple zum Beispiel zwischen 9 und 10 gemacht hat, wenn ich es richtig erinnere. Ja, aber das zum größten Teil musste man, glaube ich, auch tun, weil sonst hätte man den Laden einfach zumachen können. Genau, Microsoft selber sagt auch, dass Windows 8 eine Weiterentwicklung von 7 ist, auch so offiziell. Ja. Deswegen kann man irgendwie, was ich so sehe, und die Versionierung intern ist immer noch 6.2. Was mich am meisten geschockt hat, das sieht ja richtig gut aus. Unglaublich, ja. Also zumindest Metro. Metro, also mit Metro hat Microsoft sich, glaube ich, gerettet. Na, noch ist es nicht so weit, ne? Nur mal ganz. Naja, also du hast ja Metro mittlerweile auf der Xbox schon drauf. Das Windows Phone, das läuft. Also es läuft nicht schlecht. Wollen wir das aber erst mal kurz erklären? Es gibt ja zwei. Windows kommt mit zwei UIs. Genau, und zwar einmal dem klassischen Desktop. Mhm. Das, was wir schon seit 20 Jahren kennen. Obwohl das auch ein bisschen aufgehübscht worden ist, muss ich sagen. Das sieht auch schon sehr... Und Metro. Metro ist halt dieses, was man von Windows 8 und Xbox jetzt kennt, ist halt dieses Gekachelte. Das sind halt so hier großen Flächen, sehr touch-optimiert. Und das ist in Windows 8 jetzt drin. Und zwar ersetzt das Startmenü das Ding.
du hast, wenn du auf die Windows-Taste drückst, hast du kein Startmenü mehr, sondern du kriegst dieses Metro-Interface hochgefahren. Mhm. Von der Geschwindigkeit sauber, also sehr schön. Du drückst drauf und es wird sehr sauber hochgefahren. Ja. Und da hast du Apps drin. Und zwar, die laufen alle im Fullscreen. Oder du ziehst sie auseinander. Du kannst Apps nehmen, also da drauf zu kommen. Grundsätzlich laufen die im Fullscreen. Ja. Und sind halt so Apps, die basieren auf C# oder Windows, HTML5 mit JavaScript. Mhm. Oder gemischt, in so einem Gemischt-Modus. Und die sehen ziemlich cool aus. Und damit will halt Microsoft Windows aufs Tablet bringen. Also den zweiten Tablet-Versuch, den Windows und Microsoft begehen. Es gab ja mal Windows XP Tablet PC, die Edition. Damit sind sie ja ordentlich gefloppt. Also Tablets gab es schon vor dem iPad mit Windows. Aber es hat ja nicht so geklappt. Und Metro ist halt, wie gesagt, auf Touchscreens orientiert und sieht cool aus. Also du hast diese Live-Tiles. Die haben sich ja richtig was Eigenes ausgedacht. Genau. Ne? Das ist ja nicht so... wo wir jetzt wieder beim Patentstreit wären, ja. Obwohl wir den ja gerade beigelegt hatten, dass da jeder sich irgendwie so quadratische Dinger baut, die dann mehr oder weniger gleich aussehen und der eine dann den anderen verklagt, sondern, also ich meine, die haben zwar auch irgendwie so eine Kacheloptik, aber das insgesamt merkt man schon, dass es deutlich was Eigenes ist und nicht irgendwie, wir bauen Knöpfe, da drückt ihr drauf und dann sind das irgendwie die Apps. So, das ist ja, also um es mal beim Namen zu nennen, iOS und Android sind ja schon ähnlich. Also wenn man der Wikipedia glaubt, liegen die Ursprünge von Metro schon in Encarta 95. Okay. Meinetwegen. Wann haben sie das eigentlich eingestellt? Encarta haben sie doch auch irgendwann mal eingestellt. Ja, vor einigen Jahren. Also selber Wikipedia sagt zu dem Thema, dass Metro sich, also Microsoft hat sich da ein bisschen inspirieren lassen von dem Metro-System im King Country. Mhm. Weil es hat auch so live, so Kacheln und so und auf jeden Fall ist es halt ein sehr sauberes, klares, übersichtliches System. Also es ist, was man Windows irgendwie kennt, ist, Windows ist sehr detailreich, sehr detailliert, überladen, überfrachtet. Das ist das Erste, was man Windows designmäßig irgendwie kennt. Und Metro bricht damit komplett mit. Und du hast halt diesen Metro-Screen, dann hast du diese großen, also selbst auf meinem 1700x900 oder was Auflösung, also riesige Auflösung, ja. Selbst da hast du nur irgendwie 7 Stück untereinander von diesen Kacheln. Mhm. Und die sind halt riesig. Und das Coole ist, dass die live sind. Aber die sind aber nicht riesig im Sinne von eklig groß. Nein, sie sind halt irgendwie gerade in dem passend. Ja, das will ich. Also ich bin echt positiv überrascht von den Bildern und ich überlege auch stark, ob ich mir das nicht mal irgendwie versuchen sollte, irgendwo zu installieren aus Testzwecken. Ich habe jetzt irgendwo einen Bericht gelesen von jemandem, der sich das mit Bootcamp auf dem Mac drauf geprügelt hat. Das funktionierte aber nicht so hundertprozentig, weil Windows 8 natürlich noch nicht unterstützt wird von Bootcamp. Ja. Das flackerte dann ab und zu, aber ich glaube, der hat es auch auf einem iMac gemacht. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber ich glaube, da wird Apple die Tage irgendwann noch ein Update für Bootcamp rausschmeißen, damit das kommt. Für die Beta meinst du jetzt schon? Das glaube ich nicht. Ja, aber ich glaube, erst zum Start, oder kurz zum Start, vorher oder so. Wahrscheinlich wird das dann im Mountain Lion irgendwie drin sein. Und das Coole ist halt diese Live-Tiles. Soll ich das machen? Soll ich das mal ausprobieren? Meinst du? Ja, definitiv. Ja? Guck's dir an. Es wird keinen zum Überstieg überzeugen, der auf dem Mac war. Aber es ist halt sehr angenehmes Arbeiten. Und ich hatte echt die Gefahr, weil das halt irgendwie sieht nach Touch nur aus, mit Mausbedienung wird das arg gefährlich. Ja. Nein, ist nicht so. Also, okay. Du hast, die Mausstrecken werden zwar länger. Ja. Aber das stört nicht so ungefähr. Also, es ist nicht, also du hast, wenn du halt die Kombination mit Mausgesten und Tastaturkombinationen, kommst du halt sehr schnell an deine Dinge, die du machen möchtest. Das heißt, wenn du die Windows-Taste drückst, kommt dieses Startmenü wieder drauf, dass du dir irgendwie anpassen kannst und du kannst rumklicken und du kannst auch die Apps sind auch nicht im Fullscreen, wie du möchtest. Also du kannst die auch nebeneinander packen, weil wenn du halt so einen riesen Display oder neben zwei Apps nebeneinander arbeiten möchtest, dann gehst du nach oben auf den oberen Rand und ziehst die App quasi in so ein Raster rein. Mhm. Und dann kannst du quasi, wenn ich richtig sage, bis zu 3 Apps nebeneinander machen. Und das, also zum Beispiel mache ich jetzt mittlerweile so, dass ich das Chatprogramm mir ins linke Raster so schmal ranpacke. Und mein Desktop habe ich dann in einem Hauptding, das dann irgendwie so ein 2/3 groß ist. Ja, ich kann mir das irgendwie gerade ein bisschen schwer vorstellen. Ja. Aber es ist sehr angenehm zu arbeiten. Und es ist auf jeden Fall flott.
sehr flott. Also es ist sehr, sehr sauber animiert. Und meine Kiste ist 3 Jahre alt, also nicht die schnellste. Auch die Grafikkarte ist halt eine Notebook-Grafikkarte, also sehr flott. Ja, probiere ich dann, glaube ich, tatsächlich mal aus. Zumindest schaue ich es mir mal an. Das Einzige, was mir jetzt so aufgefallen ist, um dann mal in die Kritik reinzukommen, ist so ein bisschen dieses Desktop-Ding. Du hast ja diese 2 Oberflächen. Ja. Und die ganzen Desktop-Apps sehen noch scheiße aus. Also, du hast ja bei Windows dieses Glas-Ding, Windows 7, Glas. Aber das haben die doch jetzt hier gar nicht mehr. Das ist doch alles so grau-weißlich, oder? Doch, das ist auch Glas noch. Aber es ist halt alles sehr schmaler geworden und sieht halt irgendwie noch komisch aus. Und okay. Es gibt halt bei The Verge gibt es einen User, der hat sich mal überlegt, wie das aussehen könnte. Und zwar Metro auf den Desktop übertragen. Ja. Und das sieht natürlich geil aus. Und wenn, das ist halt sehr, sehr großflächig, viel klarer, viel sauberer, viel mit White Space gemacht. Mhm. So wie Metro es eigentlich sein müsste. So, wenn man Metro versteht, das Designkonzept, dann müsste das gar nicht so aussehen. Und nicht so, wie es bei Windows 8 jetzt im Desktop-Mode ist. Sehr, sehr kleinteilig wieder und sehr schmal. Ich habe den Artikel hier gerade mal geöffnet, den verlinken wir natürlich noch. Das sieht sauberer aus, oder? Hat er sich das irgendwie... Hat er es nur aufgemalt oder hat er sich das so zusammengebaut? Das hat er in Photoshop zusammengebaut. Ach so, okay, alles klar. Nee, ich dachte jetzt nur, weil es gibt ja, gab ja auch immer auf Windows diese, wie nennt man das denn? Themes. Genau, Themes, ja, genau. Stimmt, tatsächlich. Dann auch so Star Trek-mäßig und so. Ja. Das ist ja immer ganz, ganz verbreitet. Und genau, Windows 8 Desktop-Theme sieht halt jetzt irgendwie so ein bisschen aus wie so ein bisschen Linux-Billig-Scheiß. Also da sollte Microsoft... Wenn ich es bezweifle, dass sie es noch machen, aber sich dieses Konzept mal anschauen, was da mit dem. Ich kann sagen, das ist echt schick. Also weil das ist dann quasi Metro ordentlich durchdacht. Das ist halt dieses Metro-Design bis zum Ende getrieben. Ja. Und aber die Konsequenz ist, was man so Microsoft sieht, dass die Metro, dass die Leute mit Windows 9 der Desktop-Mode vielleicht wirklich verschwinden könnte. Ja, aber das ist nicht schlimm, meine ich. Das macht Apple ja auch. Also jetzt gerade mit Mountain Lion hatten wir auch schon kurz besprochen, dass, also angerissen im Prinzip nur. Das läuft ja irgendwie so darauf hinaus, dass da irgendwie die ganzen Sachen von den portablen Geräten mehr oder weniger ins Mutter-OS mit eingebaut werden. Das ist durchaus ein Vorteil, weil das natürlich Man sollte das nicht zu einem OS verschmelzen lassen. Das fände ich bei keinem Anbieter in Anführungsstrichen gut. Aber ich glaube, die können voneinander sehr viel lernen und sich gegenseitig befruchten. Also ich glaube, wenn man die nämlich zusammensteckt, ja, dann hast du nämlich auf einmal 2 Fraktionen innerhalb einer OS-Entwicklung. Und die einen denken immer ein bisschen mehr an Desktop und die anderen denken immer ein bisschen mehr an Portable. Und Touch und so. Und ich glaube, dann läuft das ein bisschen durcheinander. Ich glaube, dass Microsoft mit diesem Metro-Konzept das eigentlich doch schaffen könnte, in ein System zu packen. Weil dieses Konzept funktioniert tatsächlich doch irgendwie auf dem Desktop, auf dem Mobil, auf dem Tablet und halt irgendwie dieser 4. Gerätekategorie irgendwie. Aber Konsolen und TV. Wie groß ist die Datei? Windows 7, also Windows installiert braucht, glaube ich, 15 Gigabyte. Meinst du das? Wie willst du das auf ein Tablet packen? Auf ein Tablet? Ja. Ach, der hat doch Flash-Speicher, ist ordentlich. Kriegst du rein. Ja, dann brauchst du mindestens einen 64 GB Flash-Speicher, damit du überhaupt damit anfangen kannst. Ja. Ist das dramatisch? Weiß ich nicht, aber finde ich jetzt nicht so. Ja, ich glaube, dass man da noch minimieren kann, eine Menge. Ja, da ist halt dann viel Scheiß drin, den du einfach auf kleinen Touchgeräten gar nicht brauchen kannst. Ja. Also ich glaube, dass die Verschmelzung. Ich finde die Idee gar nicht so unsexy. Nee, ich glaube, das ist der falsche Weg, aus den eben dargestellten. Aber ich sag, in Metro kann man halt eine Plattform schaffen halt. Ja, ich glaube, weil Microsoft hat jetzt. Die Oberfläche vielleicht, aber nicht alles, was drinsteckt. Der Kern, das. Vielleicht kann man es auch so machen, dass man eine Plattform hat wie ein Baukastensystem. Das wäre, glaube ich, das Ziel. Dass du ein Baukastensystem hast. Aber dann wird es doch wieder kompliziert. Das will doch keiner. Sowas kauft doch keiner. Nein, Baukastensystem nicht. Für die Benutzer haben nur ein System. Aber die Hersteller können sich halt sagen, weil sie halt die bestimmten Module brauchen. Modularer das Ganze zu machen. Das verstehst du nicht. Doch, ich glaube, ich weiß schon so ungefähr, wie du das meinst. Dass ich jetzt sagen kann, ich bin jetzt Tablet-Hersteller XY. Ja. Und ich hätte gerne das ganz normale Windows 8 Mobile-Dings, hätte dafür aber noch gerne dieses und jenes Feature. Das Multimedia-Center zum Beispiel. Ja. So Multimedia-Dinger halt.
Weil das was. Ja, aber das führt doch zu einer riesen Zersplitterung. Das, dann baust du dir doch dein eigenes Android zusammen quasi. Naja, das hat. Ist die Sache, doch, dann das, hast du doch, dann ja, hast ja, du doch ja. die Nachteile, die Google jetzt schon irgendwie. Ja, aber das ist halt die Sache, wie du diese Module aufbaust. Du kannst sie halt auch anders Dingern machen. Also, das ist halt eine hohe Wissenschaft, finde ich persönlich, diese Editionssache, weil Windows wieder anfängt, oder Windows 8 auch wieder in diesen verschiedenen Editionen rauskommt. Also, die Rede ist aktuell von 3 oder 4. Aber wenn man der glaubt, sind es 8 werden. Und ich 8? 8? Bis zu 8. Kommen die dann wieder mit Home Basic, Home Premium? Ja. Natürlich. Und dann noch irgendwie Ultimate und Ultimate Enterprise und Ultimate Enterprise Plus und so. Ja, ja. Das Was soll denn das? Frag mich. Du brauchst 2 Versionen. Eine für normal du und eine für Server. Ja, genau so die Aufteilung. Ja, klar. Das ist halt irgendwie Marketing-BWL-Gedenke noch irgendwie. Also ich bin immer auch dafür, eine Version, die für 99 Dollar, wie damals, wie heißt er denn? Nicht der andere, Steve, nicht Steve Jobs, sondern Bill Gates, sondern der andere, wie heißt der? Was? Steve Ballmer. Der hat ja für 99 Dollar in diesem Werbespot Windows verkloppt. Windows 1.0. Du meinst dieser dicke, schwitzende Marktschreier? Ja, für 99 Dollar hat er das verkloppt, Windows. So würde ich es heute noch machen. Weil 99 Dollar ist eine coole Nummer, damit kann Microsoft eine Menge Asche verdienen. Immer ich habe ja für meinen Löwen 24 Euro bezahlt, ne? Ja, das ist Upgrade gewesen. Ja, und? Aber ich gehe von Neuversion 99 Dollar. Ja, aber das ist das ist ja, also, ich kann mir mein MacBook auch ganz platt machen und nochmal neu leihen, drauf installieren, ohne Upgrade-Dingsbums. Das geht auch. Also ja. Ich kann das, ne? Ja. Und auf so vielen Macs, wie meine Apple-ID ist, für 24 Euro. Ich meine, dafür ist Lion jetzt auch nicht das beste Betriebssystem, das Apple jemals auf den Markt geschmissen hat. Aber wenn du schon mal bei Apple-ID warst, ich habe ja letztes Mal ja so kritisiert auf dem Motto, ja, dann ist das an eine Apple-ID kombiniert und so ein Scheiß und das alles so Überwachung. Tja, Windows 8 treibt es noch einen Tick auf die Spitze. Wieso, das machen die denn? Also ja, die machen ja ihren Store, das habe ich ja... Genau, und zwar während der Installation wirst du dann an einer Microsoft-ID gefragt. Okay. Und dein Account wird fest. Du loggst dich quasi nicht mehr mit dem lokalen Benutzer-Account an, sondern mit deiner Microsoft-ID. Und du kannst dich überall an jedem Windows 8-Rechner mit deiner Microsoft-ID einloggen und hast deinen Desktop dann drauf. Was? Ja. Das wird alles mit den Microsoft-Servern, die meisten Einstellungen gesynkt. Was? Ja. Und wenn du dich, während der Installation gibt es 2 Modi. Experten und oder sowas. Wenn du in den Expertenmodus gehst, dann wirst du, glaube ich, für 15 Datenschutzabfragen hast du da. Also möchten sie, dass das synchronisiert wird, das übertragen wird, das und das und das und das. Aber wie soll das in der Praxis aussehen? Ich kann doch, also die Einstellungen, das heißt deine Programme, also deine Metro-Programme, die werden gesynkt. Das, was so im Desktop passiert, nicht indirekt. Was sind denn die Metro-Programme im Vergleich zu normalen? Sind das eher so Dashboard-Applikationen, so genau, Wetter? Genau, die kommen aus dem Microsoft Store, aus dem Windows Store. Also alle Sachen aus dem Store, oder ja, was? Werden gesynkt. Das heißt, ich kaufe mir da im Zweifel, werden da doch auch irgendwann vollwertige Spiele drin sein, die ein paar Gigabyte groß sind. Ja, wenn du auf deinem nächsten Rechner gehst, dann werden die nicht runtergeladen. Aber du könntest die dann runterladen und alle deine Einstellungen werden dann bei dann. Ah, okay. Das heißt, wenn du halt dann... Ja, okay, aber gut. Darum geht's ja, halt. Ja, mm-hmm. Aber es ist halt, das, was man halt vom Mobile kann, wird jetzt auf den Desktop übertragen. Mm-hmm. Das heißt, es findet eine ganze Zeit ein Anrufen von dem Microsoft-Server statt. Und das finde ich grenzwertig, weil du Windows 8 nicht mehr wirklich ohne Microsoft-ID benutzen kannst. Das, was ich halt letztes Mal bei Apple kritisiert habe, muss ich jetzt leider bei Windows 8 schlucken. Ja, scheiße. Ja. Aber es war irgendwie zu erwarten, dass dieses kommt, was man vom Mobile kennt. Ja, ansonsten, wir warten ja auch immer noch auf Googles Rechner in der Cloud. Googles Betriebssystem in der Cloud, wie war das noch? Cloud OS, ja. Kommt das? Ist das eigentlich schon da? Nee, Chrome OS heißt das. Chrome OS, genau, ja, so war das. Wie ist das eigentlich schon da? Gibt's da schon irgendwas? Das gibt es schon seit 2 Jahren eigentlich. Ja, echt? Ja, klar. Kannst mal sehen, habe ich nichts von gehört. Das muss sehr erfolgreich sein. Ja, es gibt auch dieses Printer in der Cloud von Google und so. Printer? Ja. Wie, das heißt, ich drucke mir das woanders aus und dann? Oder nee, der Drucker steht nicht mal an einen PC angeschlossen, sondern einen Router und wird dann über die Google Cloud erreicht. Ja, über die Google Cloud. Das kann ich mit meiner Fritzbox in Ostfriesland schon machen. Ja, klar. Aber Google verkauft das als Innovation halt. Ja. Naja. Naja, Windows. Also Windows 8 wird cool. Nicht perfekt. Also ich glaube, es ist immer so dieses Ding halt,
dass Microsoft irgendwie immer noch zwei Versionen braucht, um ein cooles System auf die Beine zu stellen, weil XP war geil. Das war ein ordentliches Ding. Vista war scheiße. Windows 7 war geil. Hab ich nicht wirklich benutzt. Nee, Windows 7 war wow. Also es war ein super System. Und das könnte halt zu einem neuen XP werden. Das heißt, du bist so Langzeit-Systembenutzer. Das heißt, die wollen auch gar nicht, erstmal jetzt ist nicht die Planung Windows 9 irgendwie in den nächsten Jahren gleich schon. Also ich denke, die werden in so einem Dreijahreszyklus bleiben. Sind die jetzt eigentlich auch ab von ihren komischen Namen? Ja, die werden nur auf Versionsnummer, glaube ich, machen. Mhm. Also Windows 8 wird Windows 8 sein. Ja, ist auch sinniger. Ja. Und ich glaube, die werden in diesem Dreijahreszyklus oder Dreijahreszyklus ungefähr bleiben. Also nicht wie Apple jetzt das Jahres auf Jahres. Ja, die haben dazwischen halt die Service Packs, Microsoft. Ja, gut, aber das Service Packs sind ja auch meistens nur die zusammengefassten. Es gibt doch schon Versionsänderungen, ja. Es gibt aber Versionsänderungen manchmal auch. Ich habe ja letztens mal aber so überlegt. Aber es ist also sehr kleiner wie bei Apple. Ich habe letztens mal so überlegt, Windows 98, da konnte man nicht mal ohne großen Schmerz auswählen, mit welchem Programm eine Datei immer geöffnet werden soll. Ja, das Zeiten ändern sich. Es war doch völlig unbenutzbar und jeder fand das irgendwie. Ach, naja. Ja, also deswegen, ich sage, Windows 8 ist eine gute Evolution, aber mit Windows 9 kommt dann die Revolution. Gefühlte Revolution für die Windows-Benutzer. Weil Windows-Benutzer. Das sehen wir, ja, weiß ich nicht. Ich glaube. Aber ich weiß nicht, ob vielleicht so ein Jahres, also. Wir müssen, glaube ich, mal weitermachen. Ja. Weil wir können jetzt nicht eine halbe Stunde hier über Microsoft reden. Ach, über Apple können wir das, oder was? Ja. Nein, wir gehen jetzt weiter nochmal mit Windows. Was denn noch? Und zwar Windows Phone gibt es jetzt Skype für. Weil Microsoft hat den Laden ja aufgekauft. Ja. Und hat jetzt endlich mal. Gibt's für iOS schon lange übrigens, ne? Ja, das fragt mich nicht, das ist irgendwie da intern. Ja. Auf jeden Fall gibt es jetzt Skype für Windows Phone 7. Und ist scheiße. Wie ist scheiße? Also du kannst nur da telefonieren, Videoanrufe, alles klar, aber nicht im Hintergrund laufen lassen. Ich habe letztens ja mal Skype auf Windows laufen sehen, also auf richtigen Desktop-Windows, und bin fast aus dem Latschen gekippt, wie scheiße das ist. Es ist ja richtig, also ich finde. Du hast das Gefühl, als wäre es in Flash programmiert. Ja, und es ist schlimm. Und irgendwie taucht da auch Werbung auf und so. Ja, klar. Das habe ich hier gar nicht. Guck dir das mal an hier. Das ist alles. Ich kenne, wie Skype auf macOS aussieht. Das sieht geil aus. Und auf Windows sieht es aus. Ja, schlicht und einfach. Das ist nicht unbedingt geil. Jetzt hat das so ein paar Knöpfe. Aber es erfüllt seinen Zweck. Ja. Und auf Windows sieht es aus wie ein Malkasten halt. Das ist ja echt schrecklich. Ja, also du kannst es zwar umstellen, dass es nicht mehr so bunt aussieht, aber auch nur ganz verborgen unter erweiterten Einstellungen. Dann hast du weniger bunt. Aber es sieht immer noch scheiße aus. Und selbst dieses Skype Home und diesen Skype und dieses Skype Dashboard, was da Schrott ist, ich will mit dem Ding chatten und telefonieren. Eine Zeit lang gab es ja auch mal Spiele für Skype. Boah, ich bin froh, dass sie es rausgeworfen haben. Das fand ich aber ganz gut. Und als ich dann nämlich mich endlich mal dazu durchgerungen habe, anzufangen mit Kumpels zu spielen, haben sie es wieder rausgenommen. Auf jeden Fall, das jetzt für das Windows Phone, das Ding kann halt nicht im Hintergrund laufen. Du kannst also nicht das Ding anhaben lassen. Das heißt, du wirst dann irgendwann angerufen, sondern du musst also oder aktiv reingehen und dann kannst du erst angerufen werden. Ey, das ist ein Scheiß. Und zwar, aber Windows Phone kann das, dass du es machen kannst, Snap in den Hintergrund verschieben. Aber Skype nutzt das irgendwie nicht. Und ich als Microsoft Besitzer von Skype würde den Skype-Leuten sowas von tief in den Arsch treten. Aber ich hoffe ja drauf, dass einfach Skype in Windows Phone 8, was Ende des Jahres erscheinen soll, zum Ende des Jahres, tief integriert wird sein. Also quasi ohne extra App, sondern wirklich tief, dass du nicht mehr merkst, ob du Skype benutzt oder deinen normalen Anbieter. Hier, aber die Frage ist, machen sie das und lassen das die, ob es die Mobilfunk die Telcos mit sich machen? Das ist die Frage. Das ist ein offener Konflikt, müssen wir wahrscheinlich ausfallen. Obwohl Apple hat ja bei iMessage einfach gesagt, machen wir jetzt. Ja. Die haben ja gar nicht großartig drüber verhandelt. Und die Telcos haben geheult. Ja, Alter, wegen SMS oder was? Ich meine. Ja, also die Telcos, die gefällt ihre Rolle einfach nicht mehr. Die werden halt in die Rolle des reinen Datenproviders gedrückt. Ja, die Rolle gefällt ihnen scheinbar irgendwie nicht. Aber die Rolle ist gar nicht so doof. Die haben doch immer schon Daten übertragen. Nur das Protokoll hat sich doch gewandelt. Ja. Über GSM hast du doch auch Daten übertragen. Das ist doch eine Tondatei, die aufgestückelt wird und dann über GSM versendet.
Das ist doch im Prinzip schon immer Datenübertragung durch die Luft gewesen. Ja, aber sie wollen das irgendwie nicht machen, weil die sie halt irgendwie ihre Cash-Codes weggehen sehen. Anstatt irgendwo zu sagen, wisst ihr was, uns doch egal, mit was ihr telefoniert, wir nehmen euch 20 Euro für die Datenflatrate ab, ohne Gigabyte-Begrenzung und damit dürft ihr alles machen. Perfekt. Da sei an dieser Stelle nochmal deinen Stuhl quetscht. Ja, es tut mir leid. DSL im Dings hier. Ja. Wie heißt es denn noch? DSL im Festnetz von CAE empfohlen. Ja. Da wird ein bisschen anschaulich gemacht, wie das auch in anderen Ländern ist und wie man auch locker in Schweden überall so im letzten Land einfach mal 20 Mbit durch die Luft kriegt. Ich habe letztens, ich weiß ohne Probleme. Schwedisch, es war eine schwedische. Ich war auf einer Seite eines schwedischen DSL-Anbieters und da gibt es 1 Gigabyte DSL für 100 Euro. Ich habe an dem Tag einen halben Tag geheult. Dass du in Stockholm 1 Gigabyte durch deine Leitung bekommst und hier wird 100 Mbit als Revolution verkauft. Wir verlinken mal den Podcast aus dem Hause Pritlove, den man sich unbedingt anhören sollte. Aber nur, wenn man gute Nerven hat, denn danach möchte man gerne einfach mit dem Kopf auf den Tisch schlagen, wenn man einfach solche Weisheiten hört, wie das irgendwie in den meisten Haushalten in Deutschland 100 Mbit in jede Richtung kein Problem wäre. Man müsste einfach nur andere Protokolle aufschalten und so, dass wir einfach gar kein Problem, die ja gefahren werden müssen, das wäre alles gar kein Problem. Ja. Wird aber nicht gemacht. Also, sagst du, Skype ist ja ist toll, dass es da ist, aber scheiße. Aber warum? Ich verstehe. Warum? Was hat denn das für einen Sinn? Frag mich nicht. Ich verstehe schon, dass es. Ich weiß. Oder war das? Oder meinst du, das war vielleicht ein so ein stillschweigendes Abkommen mit den Telcos, so von wegen, naja, wir machen jetzt zwar Skype auch auf Windows Phone, aber wir machen es im Prinzip so unbenutzbar. Ja, aber auf anderen Mobile-Plattformen ist es doch nicht so. Da kannst du auch im Hintergrund laufen, kannst im Hintergrund Anrufe bekommen. Ja, ich weiß ja nicht, was die da irgendwie für komische, ob da die vielleicht Kumpels haben, die irgendwie bei echt. Nein, ich glaube einfach, dass als Skype wurde Microsoft vom Herbst gekauft. Oder so? Ja, letztes Jahr irgendwann. Ja, genau. Und dass Skype einfach nicht dran gedacht hatte, dass die einfach darüber überrascht worden sind, so ein bisschen. Von dem Kauf. Ja, aber du willst mir doch jetzt ernsthaft nicht erzählen, dass sie nachdem sie von Microsoft gekauft wurden, das erste Mal darüber nachgedacht haben, jetzt auch für Windows Mobile zu entwickeln. Das kann ich mir gut vorstellen. Ach, meinst du ernsthaft? Ja. Warum? Weiß nicht, vielleicht haben die nicht dran geglaubt, dass das Windows Phone so groß wird. Und ich glaube, dass die auch ein bisschen von dem Kauf überrascht waren. Ich finde übrigens, Windows Phone ist der eigentliche Konkurrent von iOS. Ja, ja. Diese ganzen Android-Nulpen, ne, die immer rumschreien, oh ja, und jetzt iOS ist tot, jetzt kommt ja irgendwie Android 6, ja. Stimmt, 6 kommt jetzt schon irgendwie, ne? Ja, das war nach welchem Süßgebäck haben sie jetzt benannt? Ich habe keine Ahnung. Das wird ja alles überholen. Das wird einfach, also entweder zieht Google da ganz fest die Regeln an. Die Daumenschrauben an und sagt, so und so macht ihr das, ja, und hier mit eure eigenen Widgets und sowas reinprogrammieren gibt's nicht. Und eigene Oberflächen oder so. Und wenn ihr Android haben wollt dann, und wir liefern ein Update, dann hat das spätestens nach einer Woche draußen zu sein, solche Regeln festlegen. So wie sie Microsoft macht mit dem ansonsten Phone. Ansonsten kannst du es einfach nicht, das funktioniert einfach nicht. Du siehst halt, Android, der Markt ist sowas von zersplittert. Das ist noch schlimmer als bei den Linux-Systemen. Ich habe irgendwie letztens gelesen, das konnte ich gar nicht glauben, dass irgendwie noch Telefone mit Android 2 irgendwas verkauft werden. Ja, klar. Einmal entwickelt, Feierabend. Wo sind wir denn hier? Ich meine, wie lange war das noch? iOS, die brauchen irgendwie ein paar Tage, ja? Und dann hat schon über die Hälfte aller iOS-Kunden die neueste Version drauf. Microsoft hat ja den Weg gewählt, das an die Hardware nicht zu machen, selber zu machen. Mhm. Aber hat dafür gesagt, wir hauen euch solche Regeln rein. Ja. Und das sieht man, dass es auch funktioniert. Das ist aber auch der einzige Weg, wie es funktionieren kann. Dieses, lass mal alles frei und wie ihr wollt und keine Ahnung was. Ja. Das ist scheiße. Ja, sieht man. Funktioniert nicht. Android ist tot. Beziehungsweise Android. So weit würde ich jetzt auch nicht gehen wollen. Aber das ist einfach in der Verfassung, in der Android jetzt ist, wird das einfach nicht zu einem ernsthaften Konkurrenten aufsteigen können. Und ich sehe auch immer noch kein wirkliches Geschäftsmodell, außer über den Android-Market, dass Google damit irgendwie ein bisschen Geld verdient. Ja, die wollten mit mobiler Werbung machen, aber haben die Datenschützer dann gekickt. Jedes war das nicht sogar so, dass jedes Android-Gerät, da fallen die Lizenzgebühren für Microsoft an? Irgendwie, ja, 10 Dollar oder so. Ja. Ja, das ist toll. Das finanziert mir mein Windows-Phone.
Also Edward, lieber also, Nutzer, kauft weiterhin, ich will mein Windows billiger haben. Ja, das ist Patente halt. Ich find's auch ehrlich gesagt nicht schön benutzbar, aber nee, ja. Naja. Nicht so viel über Android reden hier, das ist Tja, genau, damit war es mit der Windows-Ecke klar. Kommen wir lieber zu anderer Billigtechnologie. Ja, aber preiswerter, nicht billig. Ja, okay, gut, darauf lasse ich mich ein. Obwohl ich auch Apple-Geräte für preiswert halte. Ja, klar, wenn man irgendwie so ein neureicher Student ist. Nein, weil sie sind ihren Preis wert. Das heißt der Preiswert, verstehst du? Ja. So. Ja, ja. Tja, ich kann es nicht aussprechen. Ich dachte, du sagst es für mich. Raspberry Pi. Ja, Raspberry Pi. Das kleine Hardware-Dingsbums. Erzähl mal, was ist denn das überhaupt? Man muss ja immer davon ausgehen, meine Mama hört das ja auch und die überspringt ja immer diese ganzen Sachen, wo auch nur irgendwas so ein bisschen nach Technik klingt. Da steigt sie immer aus, weil dann sagt sie, interessiert mich nicht und hört nicht mehr zu. Genau. Und der Raspberry Pi ist ein ARM. Also ARM-Plattform, das ist eine kleine Platine, die hat ein paar Anschlüsse drauf und da ist ein ganzer Rechner drin für $25. Ja. Das ist cool. Hintergrund hat das Ganze, das ist eine Stiftung in England, die das entwickelt. Und das ist eigentlich das große Afrika-Projekt immer wieder. Das ist halt für Afrika gedacht. Mhm. Und soll demnächst rauskommen. Das soll für Afrika so eine kleine Box rauskommen. Jetzt quasi, die haben sie die Platine rausgehauen. Mhm. Also kommt später, kommt noch schon noch eine Box dazu. Genau, weil okay. Die haben jetzt gesagt, wir hauen jetzt die Box raus, ja. Die Platine raus, damit die ganzen Entwickler-Kitties erstens ganze Software testen können, die Hardware auf Herz und Nieren, ein halbes Jahr lang, bis wir dann einsteigen, die richtigen Boxen zu verkaufen, die perfekt ist. Was läuft denn eigentlich drauf, sag mal? Linux. Ach so, okay. Da läuft ein Fedora-Dings da, angepasstes Ding, aber es gibt auch ein Debian-Ding. Mhm. Und das ist ein ARM-Ding und es gibt Modell A und Modell B. Der Unterschied ist nur, dass Modell B kostet einen Zehner mehr, hat aber ein IFA Internetanschluss, also so Netzwerksteckeranschluss. Achso, Ethernet, ja. Ethernet, danke. Mhm. Und doppelten RAM. Ah ja, aber das ist im Prinzip ein dafür da, PC. Genau, die Grundbedürfnisse eines PC-Anwenders zu befriedigen. Genau, und das Ding ist auch flott, weil es kann auch problemlos 1080p Videos abspielen. Ja, also es hat einen HDMI-Anschluss. Also ist richtig geil, das Ding. Eigentlich ist das eine coole Büchse, um sich das Ding irgendwie an den Fernseher anzuschließen und damit auch die Soundanlage im Wohnzimmer und so. Und zwar es gibt so eine Linux Media Box Oberfläche. Mhm. Die sind schon gerade am entwickeln. Die sind in der höchsten Phase. Die werden es demnächst raushauen, dass du auch so eine Media-Center-Dings da hast. Wäre natürlich mal eine Idee, ne? Sowas zu machen. Es gibt ja viele Leute, die konfigurieren sich ihren Mac Mini zum kleinen Media-Center. Oh! Das ist mir aber ehrlich gesagt zu teuer. Das ist wahrscheinlich dieselbe Kategorie, die sich so Nano als Armuhr holen. Ja. Obwohl, ja wohl, Uhren, also ne, was ich sonst so trage, ja, meine Rolex ist teurer als mein Nano. Ich habe gar keinen Nano. Aber auch keine Rolex. Psst. Doch, er hat eine Rolex. Ja, die ist 5 Meter groß und trage ich am Bein. Naja. Raspberry Pi. Also, und ganz coole Plattform. Kommt jetzt, also ist jetzt quasi bestellbar, war er kurz und war dann wieder nicht bestellbar? Ja, weil ausverkauft. Wie ist das? Aber das soll schon so ein Projekt sein, das quasi immer, dass dieses Ding verkauft wird. Ja, klar. Und zwar, die Stiftung hat selber das Ding nur entwickelt, die Platinsystem. Gebaut werden soll es von anderen. Und zwar von anderen Anbietern. Das ist auch alles Open Source, die ganzen Baupläne und so. Der eine Typ, der es entwickelt hat, ist selber bei ARM angestellt. Mhm. Also quasi den Chip mitentwickelt, teilweise. Und die werden, das wird rausgehauen und die werden demnächst, die haben jetzt die Bestellung wurden freigegeben und es ist nur noch, kannst dich nur noch vorregistrieren wieder. Aber es wird demnächst soll es losgehen, dass die das eigentlich produzieren in Massen. Das wird in China produziert, um das neu zu erwähnen. Aktuell von zwei Firmen in UK. Wann kann ich denn damit rechnen, dass ich mir das Ding in der Box kaufen kann? Also komplett fertig. Ich will jetzt nicht nur eine Platine hier rumliegen haben, sondern... Also wenn ich es richtig gesprochen habe, sprechen die davon,
das irgendwann im Herbst rauszubringen. Okay. Ja. Da kann man ja dann auch mal zulangen. Die wird dann wahrscheinlich ein Tick teurer sein, aber. Also es wird eher gerechnet, dass es billiger zahlst, wird. Den zahlst du halt aber immer noch 50 Euro und hast einen Computer. Das ist ey, super. Es ist Hammer. Also ich finde. Und die sind. Das wird cool. Ich finde das eine super Angelegenheit. Jo. Tja. Ansonsten kommen wir mal zu richtiger Technologie. Nein, ich wollte gerade sagen, wir hören jetzt auf, oder? Nee, jetzt kommt die richtige Technologie. Am 7. März, das ist Mittwoch, wenn ich es richtig vor den Augen habe, gibt es mal wieder ein Apple Media Event. Ja, die habe ich gesehen, die Plakate werden schon langsam aufgehängt am Gebäude. Ja. Und wo findet das statt? Auf dem Campus? Bin ich jetzt überfragt. Ach, wer ist denn hier der Experte? Ja, ich habe mich ja so sehr gar nicht eingelesen. Ich wollte einfach nur ein bisschen drüber sprechen, um. Ich habe nur die Parodie auf der Einladung gesehen. Mit Candy. Habe ich nicht gesehen? Naja, hier das Apple-Einladung, so nach dem Motto, ja, so ein bisschen auf pädophil gestylt, so nach dem Motto, ja, kommt zu uns, wir haben auch Süßigkeiten. Ja, aber der Claim. Der Claim war ja irgendwie, also gibt es ja dieses Bild, was ich jetzt natürlich nicht wiederfinde, aber es ist ja irgendwie so eine Hand gewesen, glaube ich, oder einfach nur. Auf dem iPad? Auf dem iPad und dann. Wie war das noch? Da war so ein. We have something to show you and genau, touch. Genau. Also, ja. Also, das deutet ja schon irgendwie darauf hin, dass es nicht nur das iPad 3 gibt, sondern vielleicht auch nur neue Apple TV, wird ja spekuliert. Ja, was ist denn dazu? Apple TV, was heißt die Box oder ein Fernseher? Die Box. Also der Fernseher wahrscheinlich noch nicht. Also da ist die Gerüchtelage zwar immer noch stetig, dass es irgendwann einen Fernseher geben soll, aber wann genau, weiß keiner. Das wäre natürlich eine mega Überraschung, wenn sie jetzt den Fernseher vorstellen würden, aber das glaube ich nicht. Ja, aber was kann man denn an Apple-Fernseher wirklich, wollen sie das wirklich machen? Da gehe ich von aus, dass sie einen Apple-Fernseher machen wollen. Also, ich weiß nicht, behandeln die Monitorsparte, die Apple da hat, diese Cinema-Displays, die werden jetzt nicht so, also so. Also so hoch gezeigt oder so, die sind halt da, aber. Ja, das sind schon gute Displays. So, das kann ich mir gut vorstellen, aber also so jetzt aber. Ich meine, die kosten auch ein Schweinegeld, ja. Will man auch hoffen, dass man ein gutes Produkt aber kriegt. Aber richtig beworben werden die nicht. Nö. Also nö. Im Vergleich zu iPhone, Mac ja, und. Ja, aber ich denke mal, das kommt. Jetzt kommt ja erstmal die neue Apple TV, wahrscheinlich. Ja. Also sollte auch mal an der Zeit sein. Eine Apple TV, die bisherige kann nämlich nur 27p. Ach. So, wow, das ist ja scheiße. Ja, der Prozessor war zu langsam. Und wann kam das letzte Update raus? Oh, die ist schon ein paar Jahre her. Oh, das okay. Ja, das ist nicht so. Das ist schon ein bisschen länger her. Aber jetzt wird das wahrscheinlich, geht man davon aus, dass es jetzt Prozessor kriegt, der im jetzigen iPhone 4S drin ist. Ja. Ein bisschen angepasst. Und der wird auch problemlos also 1080p. Wie heißt das Ding? 5 Apple? Nee, A5. A5, genau. Mhm. Oder ist der A6 schon? Ach. Könnte auch der A6 werden mit dem iPad. Selber iPad-Prozessor. Ja. Was soll denn das iPad bekommen, das iPad 3? Ja, Retina-Display, doppelte Auflösung. Ist auf jeden Fall, das ist alle, also das muss sein. Das können wir als fest definieren, oder? Ja, aber ich denke mal, das wird so einfach sein. Ich meine, wenn man sich mal das iPhone anguckt, ja, so das jetzige iPhone, das ist so schön und es sieht alles so glasklar aus und so, ja. Und ich hatte dann irgendwie letztes Mal ein iPad in der Hand und bin irgendwie fast gestorben, weil das also so, wie nennt man das denn? So wie. Pixelig. Ja, nicht pixelig, sondern da so ein anderes so Wort. Körnig. Noch. Ja, körnig, genau. Ja. Es war alles so körnig. Und damit lesen ist echt keine Freude. Hat das ja mal gemeint und. Ja. Und, wenn das kommt, dann bin ich auch mehr als schwach, mir so ein Ding zuzulegen. Und was kann man so prozessortechnisch erwarten? Was sagt die? Irgendwas Schnelleres. Ja. Also da so viel. Also ein Retina-Display ist irgendwie das Ding, das hat man schon mal beim iPad 2 gehofft, dass es kommt. War vielleicht noch ein bisschen zu schnell. Jetzt gehen ja schon die ersten Spekulationen los, ob nicht auch irgendwann das erste MacBook Air mit Retina, also mit verdoppelter Auflösung in jede Richtung, ne, doppelt so viele Pixel. Also im Prinzip viermal so viele Pixel, wenn man so will. Komm, es gibt ja schon den ersten Gerücht. Also ich denke mal, das wird gesetzt sein. Ansonsten wird das Ding einfach nur schneller sein. Das soll ein wenig dicker sein. Zumindest wenn man den. Aber es wird also nicht schwerer oder so. Oder also nicht, ich vermute, nicht, dass schwerer, es ist nicht schwerer, dass es irgendwie nervig wird. Nee, also ich vermute, dass es ein paar Gramm schwerer wird, aber es soll irgendwie 0,8 Millimeter dicker sein, wenn man den diesen hier Hüllenherstellern aus China Glauben schenken darf. Die liegen teilweise ganz richtig. Ja. Okay.
also lagen in der Vergangenheit. Obwohl das für die auch nicht so ein großer Verlust ist, wenn die eine Charge wegschmeißen müssen, ist halt nur Plastik, was sie da irgendwie zusammengießen müssen. Und das würde halt dafür sprechen, dass man irgendwie versuchen muss, oder dass sie halt versuchen, einen etwas größeren Akku zu verbauen. Mhm. Auch an der Verkabelung wird wohl ein bisschen was verändert worden sein, einfach um mehr Platz für einen etwas größeren Akku zu kriegen, weil natürlich, wenn die Prozessorleistung höher ist. Oder das Display auch. Und wenn einfach das, ja, ob das Display unbedingt größer wird. Ja, aber es verbraucht mehr Strom. Ja, es verbraucht mehr Strom, genau. Und die Prozessorleistung wird höher und so. Dann braucht man natürlich einfach einen größeren Akku, damit das möglichst genauso lange hält. So ein Ding hält jetzt, so ein iPad hält jetzt, wenn du es im Einsatz hast, irgendwie 10, 11 Stunden. Drunter darf es nicht kommen. Aber das ist schon ordentlich. Ja, das ist schon richtig viel, finde ich. Ja, es hält irgendwie länger als mein MacBook. Ja. Mhm. So. Worauf ich aber... ich meine, das war jetzt irgendwie so halbwegs bekannt, ja. Ich freue mich irgendwie auf den Apple TV, den werde ich mir dann auch wahrscheinlich holen, also die Box nur. Ich hätte mir schon längst eine geholt, wenn sie 1080p könnte. Mhm. Dann auf jeden Fall. Das wollte ich jetzt aber nur kurz anmerken, weil wir können in der nächsten Woche mal irgendwie drüber sprechen, was denn jetzt das neue, ob vielleicht eine Überraschung gegeben hat oder so. Worauf ich wirklich hinaus wollte, ist, ja, vom iPad, ja, und Apple TV, die beide iOS benutzen, sozusagen, als Betriebssystem. Die Apple TV ein bisschen angepasst. Da gibt's ja bei iOS den App Store, wie man so weiß. Und da sind jetzt vor ein paar Tagen, wurden die 25 Milliarden Apps-Grenze gerissen. Also es sind 25 Milliarden Apps heruntergeladen worden. Das ist exorbitant. Und viel. Bei der derzeitigen Geschwindigkeit, ja, das ist wirklich, also die Steigerung, die, also es wird auch immer schneller heruntergeladen. Ja, weil mehr Geräte rauskommen. Ja, weil mehr Geräte rauskommen, mehr Geräte verkauft werden. Mehr und so. Apps das steigt wirklich hier exponentiell an. Ja. Und bei der derzeitigen Geschwindigkeit liegt man so circa bei 15 Milliarden Apps pro Jahr. So. Viel. Ja, das ist... Aber zählt den Erfolg der Plattform. Ja, auf jeden Fall, klar. Also gerade an Spielen, ja. Ja, das konnte man nämlich schon so... Am Anfang hat man irgendwie gedacht, naja, dann hat man irgendwie so das Typische, dann wird man irgendwie Snake haben, so ein paar lustige kleine Dinger, die irgendwie mit Touch funktionieren. Aber was es da an Spielen mittlerweile gibt, ist echt geil. Ja? Und die ganzen Apples Mobile-Sparte können sich zum Konkurrenten für die ganzen anderen Game-Mini-Handheld-Konsolen. iOS ist auf jeden Fall, würde ich sagen, auch eine Gaming-Plattform. Ja. Wobei das Gaming Center irgendwie scheiße aussieht, aber das nur mal. Das Game Center, aber das ist ja nur, das brauchst du nicht zum Spielen. Das ist ja nur für Highscores und so. Ja, aber so eine gemeinsame Plattform ist natürlich nützlich, weil Multiplayer-Sachen, so Dinger darüber abzuwickeln. Dass das überholt gehört, da sind wir uns einig. Da hoffe ich aber auch, dass da mit Mountain Lion ein bisschen passieren wird und mit iOS 6, das dann ja auch irgendwann mal kommen wird. Aber es ist auf jeden Fall eine Gaming-Plattform. Ich habe auch nachher noch, wenn wir zum Kulturteil kommen, auch noch ein iOS-Spiel, was ich empfehlen möchte. Aber dazu kommen wir dann. Ich möchte einfach nur mal diese Zahl mal, wollte ich mal in den Raum schmeißen. Es ist riesig. Unglaublich. Wobei, weiß nicht, Download selber, ich weiß nicht, also wenn man es... Aber trotzdem 25 Milliarden. Ja. Eine Milliarde ist eine Zahl mit 9 Nullen. Ja. Wow. Hätte aber fast mehr erwartet. Mehr? Ja. Ja, weiß nicht, Downloads, weil ich sehe, was die Apple-Leute sich herunterladen, halt Apps so auch nur zum Ausprobieren. Ja. Deswegen habe ich gedacht, dass es mehr wird. Okay. Aber es wird wahrscheinlich mehr. Irgendwie eine Konsequenz. Ja, ich meine, wahrscheinlich kommt man auch irgendwann einfach in eine Kategorie von Zahlengröße, Zahlenkategorie Dings, die man gar nicht mehr so richtig erfassen kann. Ne? Naja, schwer vorstellbar, finde ich. Naja, so Tagesschau hat uns ja gelehrt, dass es auch Billiarden gibt. Billionen. Ja, Billionen, das geht ja immer weiter. Ja. Die Unendlichkeit. Und noch viel weiter. Ja, aber 15 Milliarden Apps pro Jahr. Das ist wow. Dann kann man ja schon mal rechnen. Ja, das sind dann irgendwie in viel. Die Billion rückt näher. Ja. Und dann ist man in den USA schon bei den Trillion. Das dann, naja. Unsere Billionen sind. Ja. Das war's mit dem Apple-Teil. Der war gar nicht so groß. War nur eine kleine und Staunen. Naja, nächstes Mal sehen wir dann mehr Apple. Ja, vielleicht. Vielleicht gibt's ja auch den Fernseher. Ich meine, das wäre natürlich, das glaube ich nicht, aber das wäre natürlich die. Ist Apple noch weiterhin in der Lage, noch die Gerüchte zusammenzuhalten oder die Geheimhaltung hochzuhalten? Doch, klar. Weiß ich nicht.
Also vieles wirkt so, als wäre es schon längst bekannt. Ja, so ein bisschen sickert immer raus, aber du weißt ja nie, was es letztendlich wird. Ja. Ja. Und gut, das war vielleicht beim letzten iPad wusste man im Prinzip schon, dass es wahrscheinlich irgendwie größer wird und dass es dann auch wohl in Weiß kommt, aber das sind halt alles irgendwie so Gerüchtelagen, ja. So wirklich hundertprozentiges kommt eigentlich nie raus. Ja. Und man weiß auch nicht, was die Apple PR-Abteilung noch mal gestreut hat, absichtlich. Ja, das kommt natürlich hinzu. Ne? Also ich glaube schon, dass die in der Lage sind, das durchaus für sich zu behalten. Okay. Also ich weiß, es ist halt ich trau den viel. Das ist ein großer Laden und da plappert irgendeiner, muss auch irgendwas ausklappern im Zweifel dann immer. Ich meine, du musst dir vorstellen, das iPhone ist vorher auch nicht rausgesickert, ne? Ja, stimmt, auch wahr. Das haben sie auch wohl auf die Füße geknallt, den Leuten. Also wer das noch nicht gesehen hat, die Keynote, die sollte sich eigentlich jeder Mensch angeschaut haben, wo Steve Jobs da vor die Menge tritt und sagt, hier übrigens, wir haben irgendwie einen neuen Touch-iPod, ja, irgendwie ein internetfähiges Device. Und ein Telefon, dann sind die einfach alle ausgerastet und dann wiederholt er das ständig, ja, irgendwie so ein Touch-iPod, ein internetfähiges Device und ein Telefon und sagt er, you get it, it's one device. Und dann zieht das hinten aus der Hosentasche raus und zeigt es den Leuten. Und sie flippen aus, ja, also muss man sich mal angucken. Ich suche das mal raus und verlinke das, währenddessen kannst du ja schon mal mit den schlechten Nachrichten von dieser Woche. Oder war das, ist es nicht schon länger? Nee, es war diese Woche, ne? Oder was? Nein, also Schlecker ist schon ein Tick länger pleite. Ja, also aber jetzt so richtig akut erst seit irgendwie ein paar Tagen, oder nicht? Nee, jetzt wurde der Insolvenzplan vorgestellt. Also Teile des Insolvenzplans, die sagen, der Personalabbau und Filialabbau. Die Hälfte der Filialen Mitarbeiter wird abgebaut. Das sind halt irgendwie 7000 Arbeitsplätze oder so. Siehst du, da hätte ich den Artikel vorher aufrufen müssen, um dann genau die Zahlen rauszusagen. Deswegen hoffe ich. Ja, siehst du, bin ich nicht der Einzige. Genau, es sind 5.400 Filialen, über 25.000 Mitarbeiter. So viele sind aktuell bei Schlecker beschäftigt und die Hälfte davon soll dicht gemacht werden. Also hat 2.500 Filialen. Das ist wow. Eine Menge. Und 12.000 Mitarbeiter. Das ist die größte Pleite im Einzelhandel seit Ewigkeiten. Seit Menschengedenken in Deutschland. Es gibt ja auch überall einen Schlecker. Also wirklich überall. Also ja? Das halt, die arbeiten halt mit dem Konzept des Dorfschleckers halt. Die sagen, in jedem Dorf muss ein Schlecker sein. Ja, aber nicht nur das. Also von wegen Konzept, ja. Sie haben ja auch ihr Konzept For you vor Ort. Ja, aber da muss ja auch immer nur eine Dings da sein. Im Zweifel ja. Aber das ist auch problematisch wieder. Also es gibt nur eine Angestellte vor Ort, ja. Also. Ja, es soll jetzt ordentlich was passieren. Also im Zweifel, also der Insolvenzverwalter hat an dem Schlecker-Besitzer, was auch ganz besonders ist, Schlecker ist immer noch in Form eines eingetragenen Kaufmanns organisiert. Trotz der Größe. Ja, und es soll auch wohl, als sie die Bücher geprüft haben, soll das auch wohl alles eher so ein bisschen wie nach Kleinunternehmen ausgesehen haben. Ja. Alles nicht so hundertprozentig professionell. Ich glaube, der Laden ist einfach zu schnell gewachsen am Ende. Es gab vor ein paar Wochen, so drei, vier Wochen, so ein Problem mit Lieferengpässen, weil die Schlecker selber hat keine Schulden. Schlecker hat bei Banken keine Schulden. Schlecker hat Schulden bei ihren Lieferanten, was ein Tick schlimmer ist sogar noch. Aber die Lieferanten sagen, naja, wir werden nicht so sein, dass wir die Lieferung einstellen, weil es auch natürlich ein Absatzmarkt ist. Das sind irgendwie 12.000 Filialen immer noch. Das ist also eine Menge Geld, was darüber geht. Mhm. Und da wird jetzt an Lösungen gearbeitet, aber selbst das im Zweifel, Schlecker arbeitet nicht mit schwarzen Zahlen am Ende. Da kommt nichts Gewinn raus. Was ist denn jetzt, was ja viel interessanter ist, als dass man sich eben ein bisschen über Schlecker lustig machen kann und über die ganze Situation. Was ist denn überhaupt, gibt es da irgendeine Lösung? Gibt es eine Lösung, die nicht darin besteht, in der Standardfolklore besteht, wir entlassen die Hälfte unserer Belegschaft. Und schrumpfen uns klein. Genau, gesund schrumpfen. Boah, auch so ein Unwort. Ja, ja. Ja, und zwar schlägt Verdi die Genossenschaft vor. Und zwar Schlecker quasi den Mitarbeitern zu schenken. Und zwar in einer Genossenschaft zu organisieren. Mhm. Und damit quasi die Kontrolle auch zu verteilen und das alles zu professionalisieren.
Und Genossenschaften haben ja im Einkaufssinn, sind sehr verbreitet sogar. Also Rewe ist immer noch eine Genossenschaft zum Beispiel. Was? Ja. Ja, aber Rewe hat doch... Rewe ist, sind teilweise noch Genossenschaften. Das ist also Genossenschaften... Die einzelnen Läden, meinst du? Nein. Die Lieferanten, die waren eine Zeit lang noch einzeln genossenschaftlich, aber das ist ein sehr cooles Konzept, aber es hat immer noch sehr... Die einzelnen Rewe-Betreiber, Märkte, Marktgehörer, die sind halt in Lieferketten genossenschaftlich alles organisiert. Also Genossenschaften sind im Einkaufswesen nicht so unverbreitet. Ich sehe es gerade. Also Rewe Zentral AG, ja, und Rewe Zentral Finanz EG. Also die, ja, wahrscheinlich wird der Einkauf über die Genossenschaften, genau, organisiert. Ne? Mhm. Okay, alles klar. Und ach so, und dann sind die einzelnen Rewe... okay. Die einzelnen Geschäfte, Genau. Sind Genossen in der Genossenschaft, die den Einkauf für alle zusammen regelt. Genau. Ah, okay. Mhm. Ja gut, das macht Sinn. Und es ist einzig nur irgendwie ein bestimmter Lokalteil ist noch nicht abgekapselt noch für sich, okay, alleine. Das siehst du immer auf den Rewe-Prospekten, da steht, das gilt nicht für Rewe Essen oder so, weil Rewe Essen ist noch getrennt. Okay. Aber es ist halt nicht unverbreitet. Und Mitarbeiterbeteiligung oder so, der Spiegel ist ja auch, gehört 25% den Mitarbeitern. Ja. Und ich finde die Idee nicht so schlecht. Das Problem ist nur, dass die Mitarbeiter von Schlecker selber keine Finanzmittel haben. Das sind halt einfache Angestellte oder, ja, Kassieren. Die haben kein Geld, um sich so einen Genossenschaftsanteil oder irgendwie, wenn die selbst ein Hunderter alle zusammenschlägen würden, dann hätten wir 1 Million fertig. Da hätten wir 2,5 Millionen. Aber können die nicht einfach... deswegen... Aber ich finde. Aber ich meine, die können das ja verbinden, dieses Sparen mit diesem Umstellen. Ich meine, ich finde das auch eine gute Idee, ja. Weil sowas natürlich auch dafür sorgt, dass deine Angestellten dem Unternehmen natürlich verbundener sind, weil das ist auf einmal nicht mehr, das ist irgendwie nicht mein Chef, ja, der Typ, der mich irgendwie zu Überstunden peitscht, sondern letztendlich ist das mein Unternehmen. Ja, richtig. Wenn auch nur in einem kleinen Anteil, ja, richtig, den ich als Genosse habe. Jeder Genosse hat ja nur einen Anteil, egal wie viel Geld er reinschmeißt. Aber man kann das ja verbinden mit dem, dass wir ein bisschen sparen. Man kann ja über ein paar Monate sozusagen, kriegt einfach jeder, was weiß ich, 30, 40, 50 Euro weniger, ja, weniger Lohn und kriegt dafür aber dann im Prinzip diesen einen Anteil mit der Sparsumme X, auf die man sich dann geeinigt hat. Ja, ja. Also so eine Mischkombination wäre zum Beispiel, dass man sagt, wir überführen Schlecker in eine GmbH oder in eine AG, also erstmal weg aus der Kontrolle von aus dem EK, sagen, die Hälfte schenken wir den Mitarbeitern. Und den Rest öffnen für einen Investor, um vielleicht frisches Kapital reinzubringen. Ja. Das war eine Möglichkeit. Wir schenken es komplett den Mitarbeitern. Das sagt der Aaron, heißt der Aaron Schlecker? Oh, Anton Schlecker. Dass er sagt, ich schenke mein Unternehmen den Mitarbeitern. Das wär auch ein Marketingzeichen, weil es wäre ein Vertrauenssignal. Ja, gerade in den letzten Jahren hat das Schlecker ja ziemlich gelitten, ne? Richtig. Mit dieser, wie hieß es noch, Schlecker XXL oder Schlecker XL, ja, oder wo so. Wo man Sache? Mitarbeiter in solche Zeitarbeitsfirmen, in eigene Zeitarbeitsfirmen abgeschoben hat. Und ich habe also für mich mein Konzept, ich sage, es ist den Mitarbeitern des Unternehmens einen neuen Namen zu geben, und zwar ihr Platz. Das ist halt so eine Schlecker-Tochter. So, ach, das gehört auch zu Schlecker. Ja, es ist, okay. Die gehen auch mit Pleite jetzt gerade. Ach so, ja, natürlich. Ja. die sind halt. Unglaublich. Ja. Aber die sind halt, das ist ein unverbrauchter Name. Den könnte man übernehmen. Ja. Und eine staatliche Bürgschaft für vielleicht ein Jahr oder so. Zu gucken, um wenigstens diesen Überwandel zu einer Genossenschaft hinzubekommen. Eine Bürgschaft, keine. Ja, ja, klar. Also, weil du musst ja irgendwie, sonst kriegst du, wenn du halt pleite bist, ja, und. Brauchst irgendwie Kapital oder so, ja. Ja, nee, ja, genau. Und das kriegst du natürlich als Unternehmen ohne Zukunft, in Anführungsstrichen, ja, oder mit ungewisser, ja, Zukunft, kriegst du nicht einfach so von Banken. Und deshalb brauchst du schon jemanden, der für dich birgt. Und deshalb ist es vielleicht gar keine schlechte Idee. Dieses Verdi-Konzept oder diese Verdi-Idee, die sie jetzt nach Pressemitteilung geäußert haben, echt interessant. Also neuer Name, Genossenschaft und staatliche Bürgschaft. Ja. Weil damit könnte man es gibt viel retten. Es gibt ja auch viele Dorfläden, die so in Genossenschaft sind. Wenn man sich, also man... Ne, man kennt das ja, wenn man ein bisschen aufs Land rausfährt, da sind ja die alten Tante-Emma-Läden, die sterben irgendwie aus, so die alten kleinen Läden, und es gibt immer mehr so zentrale Einkaufsgebiete, die meistens in so Gewerbegebieten angesiedelt sind oder so, nach außen verlagert. Das ist natürlich Städte... Also es ist Einkaufsgenossenschaft. Städtepolitisch ist es natürlich völliger Unsinn, weil du natürlich die ganze Kaufkraft aus der Stadt rausziehst, etc. pp., das kennt man ja. Aber das ist ja irgendwie so... zurzeit irgendwie völliger
völlige Mode und die letzten 10, 15 Jahre. Das Problem ist natürlich nicht nur, dass du das Geld aus den Städten rausziehst. Naja, die Kohle ist halt nicht weg, die verlagert sich ein bisschen. Das könnte man sagen, das ist zwar irgendwie schade, weil die Städte nicht mehr so voll sind, so belebt sind, aber damit kann man irgendwie leben. Gerade wenn man auf dem Dorf lebt und du eh bloß so einen kleinen Dorfkern hast, wo was los ist, die es auch vielleicht so von Gaststätten überleben kann. Das größte Problem, das viel größere, sagen wir mal so, das viel größere sozialere Problem ist natürlich, dass alte Leute gar keine Chance haben, da unbedingt hinzufahren. Ja? Das kann meine Oma vielleicht noch, die so ein Elektro-Unterstützungsrad hat, ja, die kann vielleicht... Ein AOK-Shopper. Nee, es ist ja ein Fahrrad, aber hat okay. So eine Elektro-Unterstützung. Es fährt nicht von alleine. Die kann damit zwar einkaufen fahren, zweimal die Woche, ja, aber... Die ist auch schon über 80, ja, und das heißt, irgendwann wird bei ihr auch der Tag gekommen sein, wo sie dann sagt, ich kann nicht mehr zweimal die Woche für mich einkaufen fahren. Ja. Ins Nachbardorf, ja, bei uns ist ja auch noch alles ein bisschen weiter auseinander. Ich kann nicht jeden zweiten Tag irgendwie 5 Kilometer mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren und dann wieder zurück. Bei Wind und Wetter kommt ja noch hinzu. Und da gibt es dann den Trend, dass sich so kleine Gemeinden gerade sagen, da tun sich dann in kleinen Gemeinden ist gerade passiert, da tun sich dann die viele Einwohner zusammen und die gründen dann so einen eigenen Laden, auch als Genossenschaft. Mhm. Und dann hat man da irgendwie so 2, 3 Kräfte, die man da beschäftigt und die regeln dann alles. Und ach, der Einkauf wird auch so viel mehr billiger, weil man mehr Masse abnimmt zum Beispiel. Das sind halt so Vorteile von diesen Einkaufsgemeinschaften. Nee, ich meine jetzt nur einen einzelnen Laden. Ach so, ah. Der aber als Genossenschaft organisiert ist, wo quasi okay. Das ganze Dorf dann Anteile dran hat und so. Ach so, ja, okay. Genau, du damit aber eine Versorgung vor Ort festgelegt hast und natürlich auch Einfluss darauf hast, was der Laden führt. Mhm. Ja? Ist auch eine Idee, wird teilweise praktiziert, funktioniert auch. Ja. Schlecker Zukunft, ja. Ich sag, die Idee ist nicht so schlecht. Ja, ich bin sehr, sehr angetan davon. Ja. Weiter im Programm, oder? Ja, alles deine Themen. Alles meine Themen? Alles du hast, deine Themen. Was ist mit dir los gewesen? Du hast so wenig Themen. Nö, ich habe hier noch was gesetzt, aber das ist alles später erst. Ja, aber das ist... Oh, ja, okay, das meiste ist von dir. Aber ich rede ja auch sonst immer so viel, deshalb... Ja, aber das nächste Thema gefällt mir gar nicht so wieder, weil ich über Gauk reden muss. Ich mag ihn nicht und ich möchte über ihn nicht reden, aber er hat wieder was gemacht. Was hat er denn getan? Er hat 7 Thesen zum Internet publiziert. Und die lauten wie... Ist mir egal. Und zwar hat das den folgenden Grund, wieso die eigentlich egal sind, weil die hören sich nicht so schlecht an. Die sind, also sagen, das Internet ist eine Kulturleistung der Menschheit mit historischer Bedeutung, Punkt 1. Menschen müssen nicht darauf vertrauen, dass sie vertrauen, dass ihnen die Technologie nützt, also nicht gegen sie stellt, aus Skynet und so. Ja. dann kommt die berühmte Freiheitsbetonung. Auch im Netz kann sich Freiheit nur dann entwickeln, wenn berechtigtes Vertrauen in die Sicherheit herrscht. Straftaten müssen im Internet verhältnismäßig verfolgt werden, so. Anonymität des Netzes und damit erschwerte Arbeit der Justiz wird zunehmend für kriminelle Zwecke missbraucht. Aha. Aber? Nix aber. Wie aber? Doch, er hat doch noch was anderes zur Anonymität gesagt. Straftaten im Internet müssen in verhältnismäßiger Form verfolgt werden. Die Anonymität des Netzes und damit erschwerte Arbeit der Justiz wird zunehmend für kriminelle Zwecke missbraucht. Punkt. Aber er hat doch auch noch gesagt, trotzdem muss es möglich bleiben, anonym zu sein im Internet. Er hat sich doch irgendwie widersprochen da. Da war doch irgendwas. Nein, das ist Punkt 4. Punkt 5. Wirtschaft und Verwaltung haben ihre anvertrauten Daten vor Hackerangriffen zu schützen. Punkt 6. Bürger dürfen die Verantwortung für ihre Sicherheit nicht auf andere abwechseln. Und Punkt 7. Das freie und sichere Internet ist eine wichtige Triebfeder für die Stärkung der Demokratie in aller Welt. So, die Thesen selber sind schon sehr die ersten Punkt, Kulturleistung der Menschheit passt. Obwohl es eine militärische Erfindung ist. Internet. Ja. Hat keiner sich gedacht, dass es für Pornos am Ende missbraucht wird. Weiß man nicht, ja. Kann ja auch sein, dass der 3-Sterne-General sich gesagt hat, Ja, dann Punkt 2. Oh ja, die müssen darauf vertrauen können, dass die Technologie nützt. Wenn eine Technologie nutzlos ist, dann nutzt man sie nicht. Okay, so ein Selbstplätzchen. Mhm. Ja, dann auch, Netz kann sich nur Freiheit entwickeln, wenn sich berechtigtes Vertrauen in Sicherheit herrscht. Das ist alles komisch. Und das Komische, das Ganze. Nein, das
Das wird noch schlimmer, wenn man. Ja, aber ich kann das aus seiner Sicht schon verstehen. Ja. Der Mann ist 70 Jahre alt. Ja, ja, nein. Das muss man ja einfach mal so sehen. Das ist ein Opa. Ja. So. Und das heißt, so, das Internet kam auf. Als er 50 war. Ja, also das World Wide Web zumindest. Ja. Als er 50 war. So. Und er war damit noch mit der DDR beschäftigt und solchen Aktenbergen. Ich war noch nicht mal halb so alt, wie er war, als da der berühmte Knopf umgelegt wurde und die ganzen Netze zusammengelegt, Gewebe gesteckt wurden. Ja. Das Schlimme ist an diesen sieben Thesen, sind nicht die sieben Thesen selber, sie sind kritisch. Man kann mit dem kritisch umgehen. Gerade Punkt 4 finde ich irgendwie, da höre ich so, da muss. Anonymität muss hochgehalten werden. Punkt. Weil jeder sagt, das Netz muss anonym genutzt werden können. So. Und zu sagen, ja, aber das macht ja Probleme für die Justiz und so Scheiß. Ja, dann führt ein, dass man, wenn man einen Brief schickt, ein Dings da, Ausweis zeigen muss. Dann gibt es auch keine Briefbomben mehr. So, das ist die Konsequenz. Ja, ja, aber das fällt ja irgendwie ganz vielen schwer, dass man einfach das auch mal umlegt, ja. Wenn man was im Internet möglich ist an Überwachung einfach mal umlegt auf Briefe, ja, da würde den meisten Leuten ja Angst und Bang werden. Die würden in ihre Zeitung kotzen. Ja, ja. Aber naja. Auf jeden Fall, das Schlimme sind die sieben Thesen nicht selber, sondern in welchem Rahmen sie erschienen sind. Und zwar wurden sie veröffentlicht vom Deutschen Institut für Vertrauen und Sicherheit im Internet. Ja. Das hört sich jetzt schon irgendwie schon wieder gut, ja. Ja. Das Geile ist, dieses Institut ist eine Marketingorganisation der Deutschen Post AG. Damit haben wir den Dreh raus, und zwar, man kann das so ein bisschen als Marketing für ihren E-Postbrief sehen, den die Post als sicher verkauft, wo natürlich keine End-zu-End-Verschlüsselung stattfindet und so ein Scheiß. Also Sicherheit ist da nichts mit gegeben. Ja. Es ist einfach nur eine 55 Cent teure E-Mail, die nicht mal Standards nutzt, die E-Mails nutzen. Großem und Ganzen, das sieht nach Propaganda aus. Propaganda für den E-Postbrief. Das fängt ja gut an mit unserem neuen Bundespräsidenten. Wir können an der Stelle ja schon mal darauf hinweisen, dass wir, wenn es denn soweit ist, in 2 Wochen soll es ja angeblich soweit sein, dass wir dann vielleicht auch eine Live-Berichterstattung machen. Da muss ich ja früh aufstehen. Wissen das noch nicht genau. Wir peilen das an. Auf jeden Fall, man kann sich mal durchlesen, die Linken haben dazu geblockt. Dazu Wer? Thema die Linken. Wer? Die Linken! Nein. Die Linke. Ja, die Fraktion der Partei Die Linke. So heißt es. Die Linken. Nein, ich habe nicht dazu geblockt. Semantik-Nazi. Nein, aber sogar in der Tagesschau wird's falsch gesagt. Ja, gestern hieß es dann irgendwie, die Linken fordern das und das. Ja, aber ist das schlimm? Habe ich nicht gefordert. Ja. Ja. Ich sehe mich als politisch links, ja. Ich bin aber nicht Mitglied dieser Partei. Oh Mann, jetzt. So. Okay, dann sagen wir, die digitale Link, so heißt ihre Netzpolitik-Sparte. Meinetwegen. Die hat sie so geblockt, wie man das zu verstehen hat. Da sagst du jetzt auch die digitale Linke und nicht die digitalen Linken. Die Linke hat dazu geblockt. Ist das jetzt richtig? Linksdigitalen, ja, ja, klar. Ja, ist doch schon gut. Und wie man das verstehen hat, ist im Kontext mit der Post und so. Und bei Indiskretion Ehrensache. Wird nochmal kritisch damit umgesehen, wie das Institut hat selber noch eine Studie draus gebracht für Sicherheit, wie Sicherheitsempfinden ist und so. Und wie der Umgang mit der Pressemitteilung war, dass die halt irgendwie nur betont haben, ja, es gibt XY wie viele Internetverweigerer und so, aber nur 15 Millionen, anstatt zu sehen, ach, es gibt was, 65 Millionen aktive Nutzer im Internet in Deutschland. Anstatt es so zu sehen. Das ist halt sehr sicherheitsbetont, die ganze Studie und, ja. Ach, und alles so kritisch und so, obwohl irgendwie wir irgendwie die ganze Republik mittlerweile im Netz ist und es irgendwie nur noch 10 Millionen Leute gibt, die sich komplett dem verweigern, aber weil die irgendwie wahrscheinlich über 90 sind mittlerweile. Ja, das sind wahrscheinlich die Gauks-Generation sozusagen, ja, richtig. Ja? 70 plus irgendwie. Das kann man sich durchlesen und dass man halt, das ist halt wieder so ein PR-Ding, dieses Institut von der Post. Und selbst das ist schon kritisch zu sehen. Weil das Institut ist sogar gemeinnützig anerkannt. Du musst mal kurz ein bisschen dein Mikro, ja. Du pustest da mal so rein. Ja, besser? Ja. Ich habe mich gerade in Rage geredet. Sehen wir gleich. Ja.
Ach, genau. Das ist es halt. Das ist halt so ein PR-Ding wieder. Dann lassen wir den Gauk doch jetzt hinter uns und sprechen lieber über schönere Dinge. Wir hatten es ja gerade schon von Spielen auf iOS geredet. Ja. Ja. Wir haben einen prominenten iPad-Nutzer. Ja. Mehrere prominente iPad-Nutzer sogar. Ja, ja, ja. Weil Laptops sind ja im Bundestag verboten. Nein. Laptops darfst du nicht mitnehmen. Seit wann das denn? Haben sie mit der iPad-Entscheidung aufgegeben? Es darf keinen Krach machen. Das ist die Entscheidung. Ach, es dürfen Kleingeräte, die keinen Krach machen, ins Plenum mitgenommen werden. Kleingeräte. Behördendeutsch, weißt ja. Ja. Jetzt musst du wieder ein bisschen hoch, jetzt hast du wieder runtergeschlagen. Du lernst das nie, glaube ich. Ja, ich. Das ist alles auf Kosten unserer Qualität, ja? Wird hier immer am. Hör jetzt auf damit. Das ist ja ganz schrecklich. Das kann ich jetzt. Gut. Also, der Schäuble hat im Bundestag Sudoku gespielt. Das ist jetzt nicht so schlimm, aber man weiß, in welchem Rahmen der Debatte. Ja. Und zwar im Rahmen der Griechenland-Debatte. Genau. Der Finanzminister, dessen das Thema ist sein Thema. Das, von dem Thema hängt seine politische Zukunft ab. Und auch wahrscheinlich eine der größten und wichtigsten Debatten in den letzten Monaten im Bundestag. Ja. Und der Schäuble spielt da Sudoku. Ja. Und zwar nicht so offen oder so, sondern so ein Deckel so. Hm? Genau, er hat sein dieses hier iPad-Club-Ding, wie heißt das denn noch? Smart-Cover. Ja, Smart-Cover, so also ein bisschen angehoben, so ein paar Zahlen eingetragen, wieder hingelegt und so. Und die Tagesschau hat es gesendet. Genau, sie haben ihn gefilmt dabei. Und es kam dann in dem Beitrag zu Griechenland. Zur Griechenland-Debatte im Bundestag, hat man das dann gesehen. Und online war der Schnipsel nicht mehr drin. Genau, weil die Bundestagsverwaltung hat der ARD angewiesen, ja, löscht das sofort, weil das Filmen von persönlichen Unterlagen im Plenum ist verboten. Sie haben nicht gesagt, löscht das. Sie haben nur nochmal darauf hingewiesen, dass das Filmen von persönlichen Unterlagen verboten ist. Ich kenne nicht genau einen Wortlaut der Erklärung, die Bundestagsverwaltung. Ach was, haben sie es doch verboten? Die ARD hat das später nur gesagt, dass sie nur darauf hingewiesen hätten, angeblich. Ja, aber ich denke, die wurden darauf also nett hingewiesen, dass sie es doch bitte löschen sollten. Was dazu nicht genutzt hat, dass es trotzdem verbreitet wurde. Ja, natürlich, sowas ist das Streisand-Effekt. Streisand-Effekt, genau. Und den hat man dann im Fernsehen gesehen, es war auch in der Heute-Show und so, die Sache ist jetzt durch. Und deswegen fand ich dieser Einwurf von der Bundestagsverwaltung, naja, Leute. Vor allem waren das auch einfach mal keine persönlichen Unterlagen, ja? Er hat da Sudoku gespielt an seinem iPad. Ja. Er hat da nicht irgendwie in seinen komischen Unterlagen, die er für die Debatte gebraucht hatte, in Zahlen. Vielleicht geheimen Zahlen oder so, genau. Die man nicht an die Märkte nicht interessieren zu haben. Ja, oder auch einfach die Presse nicht zu interessieren. Ja. Es gibt ja einfach Sachen, die unter Verschluss stehen, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Aber das ist verdammt nochmal ein iPad und er hat Sudoku gespielt. Und das gehört doch auch dazu, dass der Bürger zu Hause, weil der Bürger ist ja mündig, ja, natürlich, und soll ja auch entscheiden können, dann muss man doch sehen, dass da dieser verdammte Affe, dass den einfach die ganze Debatte einen Scheißdreck interessiert. Dann soll er wenigstens so ehrlich sein und rausgehen. Ja, genau, soll er halt abhauen. So. Und deshalb finde ich... Keiner zwingt ihn, da rumzuhocken. Das ist einfach eine Unverschämtheit der Bundestagsverwaltung, das überhaupt zu machen. Und es ist noch eine viel größere Unverschämtheit der ARD. Bei Fuß zu gehen. Ja. Das dann zu lassen. Was denken die denn, was passiert? Der Bundestag wird die doch nicht rausschmeißen. Ich meine, die könnten natürlich sagen, ja, dann dürft ihr jetzt nicht mehr filmen. Das wird der Bundestag niemals tun. Der Lammert ist doch, der Lammert würde, ach nein. Wobei es dem Lammert zutrauen wäre. Ach, das tun die nicht. Natürlich, du kannst doch nicht die ganze ARD rausschmeißen. Das ist doch Quatsch, das macht auch keiner. Was da an Presse passieren würde, ja, das tut einfach keiner. So. Ja. Da müssen sie auch mal ihrer eigenen Position sozusagen bewusst sein. Und natürlich hat die Bundestagsverwaltung recht, dass es falsch ist. Aber dann hätten sie einfach das Kleinschweigen, naja, müssen wir jetzt akzeptieren, dass jetzt passiert. Ja, aber ich bin der Meinung, das ist keine persönliche Unterlage. Ja, Definitionssache, weißt ja. Aber es ist halt... Das ist jetzt meine Rechtsauffassung. Ja, ich als wäre ich Presseabteilung des Bundestags gewesen, dann hätte ich ehrlich gesagt, dann hätte ich Mimimi gemacht, ganz klar, und gesagt, kurzer Hinweis oder irgendwie beim nächsten Mal passt auf, macht das nicht oder macht es nicht so groß oder irgendwas, aber nicht irgendwie so lautstark. Ja. Naja, aber wenn wir schon mal Griechenland sind. Wenn wir schon mal Griechenland sind, lass uns doch mal über Griechenland reden. Erzähl mal. Was da eigentlich passiert. Erzähl mal was über den Fiskalpakt. Nee, den Fiskalpakt haben wir hier extra rausgenommen jetzt. Da verlinken wir noch einen schönen Blogartikel von einem... Wie heißt es denn noch? Gegenblende, meinst du? Gegenblende, den? Genau. Von Verdi, oder? Nee, DGB. DGB, ja. Ein Blog der DGB über den Fiskalpakt, der jetzt verabschiedet wurde, in dem eigentlich so dezidiert dargelegt wird, warum dieser Fiskalpakt, also dieses,
festlegen darauf, dass wir jetzt alle zu sparen haben in Europa und alle eine Schuldenbremse in die Verfassung aufzunehmen haben, so ist dann noch nicht der Fall sein, warum das durchaus auch eine Gefahr nicht nur für den Sozialstaat sein kann, sondern durchaus auch für die Demokratie. Ist ein ganz schöner Artikel, verlinken wir mal. Ich will eigentlich nur mal auf Griechenland ausgehen und einfach nur mal meine Gedanken dazu äußern, die gar nicht so sehr abschließend irgendwie formuliert sind oder so, einfach nur mal, um drüber gesprochen zu haben. Also ich persönlich muss auch selber sagen, dass ich keine Ahnung von der Debatte habe oder von was darum geht oder ich auch selber keine Position habe. Na, was da irgendwie augenscheinlich passiert ist, ist, dass die ganz viel an den Zahlen gedreht haben. Ja? Die haben immer sehr wenig Steuern eingenommen und auch nicht wirklich eingetrieben. Ja? Dann es gab ja mal, gibt's da sowieso viel Vetternwirtschaft. Und, es gab ja mal so, die haben mal so ein, das modernste Finanzamt Griechenlands gezeigt im Fernsehen. Und die hatten da keine Computer oder so, was man erwartet würde, sondern die hatten da so Papierkisten und da waren Schnipsel drin und das sah wirklich aus, als hätte da irgendwie gerade ein Tornado rumgeweht. Und das ist das modernste Finanzamt Griechenlands. Also es war schlimm. Habe ich, weiß nicht, kann ich jetzt nicht beurteilen. Also ich glaube, in einem Finanzamt hätte es anders auszusehen zu haben. Da sollte es schon anders aussehen, das stimmt. Auf jeden Fall gab es viel Korruption und Vetternwirtschaft, wenn man sich das anschaut. Nun kann man ja sagen, naja, da haben halt mal die Konservativen haben es mal verkackt und dann haben es mal wieder die Sotis verkackt. In Wirklichkeit ist es noch ein bisschen krasser. Im Prinzip sind das zwei große Familien, die da immer wieder, wo irgendwelche Familienangehörigen letztendlich den Ministerpräsidenten gestellt haben. Und da hat sich im Prinzip nie großartig was getan. Die haben halt dann haben ihre Zahlen frisiert, sind irgendwie dann in den Euro reingekommen damit und konnten das irgendwann nicht mehr aufrechthalten. Und dann wurde der Stabilitätspakt aufgewichen, damit wurden sie mal gerettet, ein paar Jahre geschliffen. Ja, aber die Frage ist, ob das nicht vielleicht sogar richtig war, den Stabilitätspakt. Das ist ja auch im Prinzip nur so eine, ja, wir sparen jetzt und dürfen uns nicht zu viel verschulden. Dass Sparen auch schlechte Nebenwirkungen haben kann, ist sieht man in Griechenland. Ja, das sieht man jetzt ganz besonders in Griechenland. Ich meine, was ist da passiert? Also ich meine, die Renten werden irgendwie massiv gekürzt, ja. Dann werden ganz viele Leute aus dem öffentlichen Dienst geschmissen, geschenkt. Zugestehen will ich der ganzen Sache, dass die einen riesengroßen öffentlichen Dienst haben. 50% waren im Nee, nicht 50%, aber es ist schon richtig viel. Ach, es ist viel, ja. Also es ist schon im Verhältnis zu den Einwohnerzahlen sehr viel größer als in Deutschland. Wobei man natürlich sagen kann, in Deutschland ist der auch vielleicht sogar ein bisschen zu klein. Kann man auch mal drüber diskutieren, ob das nicht so ist. Der These würde ich sogar anhängen. Aber der ist natürlich ein bisschen groß. Dann wird der Mindestlohn gesenkt. Ja, dann sind das ist ja nicht alles. Dann sagt man ja, der Mindestlohn, naja, dann gibt es halt ein paar, die dann für weniger Geld arbeiten. Nein. Der wurde also auf 5 Euro oder so gesenkt oder so, ganz viel. Das weiß ich nicht, aber die ganzen Unternehmen zahlen auch einfach weniger. Also da, wo auch früher Leute viel Geld verdient haben in Griechenland, verdienen die Leute jetzt einfach weniger Geld. Ja? Richtig. Das heißt, die bauen sich da ihre eigene kleine lustige Deflationsspirale irgendwie zurecht. Ja? Keiner gibt irgendwie mehr Geld aus, weil er nichts mehr hat. Ja? Dann müssen die Unternehmen Kosten senken, drücken also wieder die Löhne. Und dann geht es immer weiter. Des Weiteren stelle ich nichts ins Schaufenster, weil ich ja Angst haben muss. Beziehungsweise mache ich jetzt die Sachen schnell billig, damit ich sie noch irgendwie loswerde, weil ich ja davon ausgehe, dass die Leute morgen kein Geld mehr haben und so fahre ich wieder Verluste ein und so weiter und so fort. Das ist ja irgendwie ganz, ganz witzig. In den letzten 3 Jahren ist die französische, sag ich schon, griechische Wirtschaft geschrumpft. Ja? Und was versucht man da jetzt irgendwie? Das soll noch weiter gespart und alles Mögliche wegprivatisiert werden. Ja, und das auch zu scherbelt, also wirklich verscherbelt werden. Ja, das hat man hier in Deutschland ja auch gemacht mit der deutschen Einheit. Ja, was die Treuhand für die Vermögenswerte. Die Treuhand hat eine halbe Billion Verlust gemacht. War es so um den Dreh rum? Na, ich weiß es gar nicht, aber viel wurde ja auch falsch bewertet. Ja? Ja, ja. Da hat man ja einfach nur gesagt, die Sachen sind nur eine Mark wert und sind für eine Mark verkauft worden. Und dann war das irgendwie, zum Teil haben sie da einfach 10 oder 12 große LKW von der NVA für eine Mark verkauft. Ja? Obwohl die eigentlich, die waren jetzt nicht mehr irgendwie top-notch, ja, aber die waren schon noch ein Schuss, mit denen konnte man auf jeden Fall was anfangen. Und die wollen also Treuhand also wirklich viel. Also dass auch sehr viel Betrug passiert und so. Und aber das ist aber grundsätzlich so, ja. Wenn du Dinge privatisierst, dann steckt da meistens eine riesen Kohle in dem ganzen Geschäft. Das hat man jetzt bei der. Die Treuhand noch 200 Milliarden Mark Schulden hatte die am Ende. Ja. So.
Ne? Also da steckt halt jede Menge Kohle drin. Und ja. Das heißt, da ist, das hat man ja jetzt auch bei Riester gesehen, ja, oder auch bei der Telekom und so, weil da so viel Geld drin steckt, ist natürlich auch die Verlockung groß, dass ich da irgendwelche krummen Dinger drehe. Ja? Da muss ich nur irgendwie ein paar Leuten in sogenannten Investoren das Ding irgendwie zuschustern und nett zu denen sein und ein bisschen den Preis drücken als Politiker, dann weiß ich im Prinzip schon, in 10 Jahren, wenn hier für mich die Karriere aus ist, kriege ich bei denen einen Job. Ja. So. Das ist irgendwie keine direkte Korruption in dem aber Sinne, aber halt man würde halt irgendwie Geschmäckle sagen, ganz ja. Genau, das ist irgendwie das Wort. Und das passiert eben auch jetzt ganz groß in Griechenland, man privatisiert die Häfen, so dass die letzte Einnahmequelle irgendwie, die der Staat da noch hat, ja, Steuern werden auch nicht mehr eingenommen. Ich habe von ein paar Wochen mit bei einer Veranstaltung am Wochenende mit Gernot Grumbach, das ist der Vorsitzende des SPD-Bezirks Hessen-Süd, gesprochen. Der hat der macht Wirtschaftspolitik und der hat was ganz Interessantes gesagt. Der hat Griechenland als ein Failed State bezeichnet. Also sowas wie Somalia zum Beispiel, wo der Staat keine richtige Staatsmacht aufbauen kann, weil einfach die Steuern nicht richtig eingetrieben werden. Seit Jahren zahlt da irgendwie keiner, also seit Jahrzehnten keiner mehr Immobiliensteuer. Das ist irgendwie alles ganz, ganz krude und komisch. Und der hat irgendwie dann die Frage gestellt, ob es da überhaupt noch, in den Raum geworfen, ob es überhaupt noch eine Möglichkeit gibt, die Griechen irgendwie auch nur zu retten. Jetzt wird aber gespart ohne Ende, ja. Und dann, wir verlinken nachher noch einen schönen Artikel von Robert Miesig, das ist ein österreichischer Journalist. Der hat ganz schön dargestellt, was die unter anderem gemacht haben, ja, um Geld, um auch neue Quellen Einnahmequellen sich zu schaffen, hat der Staat zum Beispiel eine Zweitwagensteuer eingeführt in Griechenland. Da denkt man erstmal, naja, Zweitwagensteuer, okay, das trifft jetzt nicht jeden, der ein Auto hat, sondern jeden, der 2 Autos hat. Ja, das sind sowieso Leute, die vielleicht sogar ein bisschen mehr Geld haben, ist vielleicht gar nicht die unsozialste Idee. Ja, aber der Witz ist natürlich, all die, die das zweite Auto nicht unbedingt brauchten und die keinen Bock auf die Zweitwagensteuer haben, haben was gemacht? Die haben ihr zweites Auto verkauft. So, das hatte erstens den Effekt, dass man weniger von dieser Zweitwagensteuer eingenommen hat. Und der Neuwagenmarkt kaputt gegangen ist. Der Zweitwagenmarkt ist mal völlig im Arsch gewesen. Oh Gott. Ja, weil du auf einmal eine riesen Schwemme hattest, so wie als wir hier die Abwrackprämie hatten. Ja, klar. So, und dadurch sinken die Preise, ne? dann nimmst du auch nicht mehr so viel Mehrwertsteuer ein und so. Oh Mann. Das zieht natürlich einen ganzen Rattenschwanz hinterher. Und das sind halt einfach so Sparmaßnahmen, wo man sich überlegt, dass die auch nach hinten losgehen können. Und nicht zwar erst auf Dauer. Sondern sofort, die du sofort in den Steuer... Einnahmen, die sich da widerspiegeln. Und auf Dauer ist es natürlich so, wenn du den Leuten immer mehr Geld wegnimmst, dann können die auch nichts ausgeben. Ja? Und jeder Euro, der nicht von dir konsumiert wird, muss entweder der Staat konsumieren, den muss er also investieren, nennt man das dann, wenn der Staat konsumiert, oder der fehlt halt der Wirtschaft. Ja. So. Aber wenn du der Wirtschaft keine Kohle gibst, ja, dann geht dir dein Arbeitsplatz flöten am Ende. Ja, dann gehen halt irgendwelchen Leuten den Arbeitsplatz flöten. So, das ist halt so eine typische Downward-Spiral. Und jetzt ist ja die Idee von einigen, das kommt ja nicht nur von diesen Schäffler-Leuten und so und jetzt auch der Friedrich, dass Griechenland raus aus dem Euro muss und so. Das kommt auch von links teilweise und das ist natürlich erstmal eine verlockende Idee. Ja? Sozusagen, Griechenland erklärt sich, wir sind jetzt bankrott, wir zahlen unsere Schulden nicht mehr, Punkt und aus. Genau, so wie es Argentinien gemacht hat 2001. Wir gehen raus aus dem Euro, wir führen wieder die Drachme ein, dann werten wir irgendwie massiv ab. Ja? Wir zahlen sogar teilweise unsere Schulden, aber halt in unserer eigenen Währung sozusagen, werten die ein paar Mal massiv ab, drucken unser eigenes Geld und dann ist man die Schulden irgendwie so gut wie los. Der Witz ist ja auch, wenn man wenn man sein eigenes Geld druckt, dann kann man nicht pleite gehen. Ja. Weil die Eurozone ist auch die einzige Zone der Welt, bis auf so ein paar Staaten in Afrika, da kommen wir hier nur drauf, wo Staaten wirklich pleite gehen können. Weil wenn du dein eigenes Geld druckst und dich, das ist die zweite Voraussetzung, in der eigenen Währung verschuldest, kannst du ja, um deine Schulden zu bezahlen, einfach die Gelddruckmaschine anwerfen. Und dann, so wie zum Beispiel, es gab den Vorschlag in den USA, dass du, da gibt es ein Gesetz, das sagt, dass du kein Bargeld, kein Papiergeld drucken darfst. Du kannst da, das verbieten die Amerikaner per Gesetz, um diesen Gelddrucken zu unterbinden. Aber du kannst Münzen, das Gelddruck wird auf eine bestimmte Menge gedreht, aber der Präsident kann
Münzen in unbegrenzter Höhe prägen lassen. Da gab es die Brillant, also ich fände die Idee nicht so schlecht, eine Billionen Dollar Münze zu prägen und damit erstmal die Schulden zu bezahlen. Das ist dann wie, wie war das noch von den Simpsons? Die paar Milliarden Dollar Note, die sie dann zu Fidel Castro gebracht haben. Ja. Und sie gesagt, welche Milliarden Dollar Note? Genau. Das ist die, ich finde die Idee gar nicht so unsympathisch. Ja, aber der Punkt ist an dieser Griechenland-Sache, ja, warum man sich da ernsthaft Gedanken drum machen muss, ist, wenn Griechenland aus dem Euro rauskommt, können die sich dann tatsächlich in ihrer eigenen Währung verschulden? Weil das ist ja der Haken. Ja? In Afrika gibt es ganz viele Staaten, da sagen Investoren, da sagen Banken einfach, naja, ich gebe dir schon Geld, ja, das ist auch alles kein Problem und auch zu einem halbwegs moderaten Zinssatz, ja, weil ich weiß ja, du willst damit irgendwas halbwegs Vernünftiges anfangen, Wirtschaftsförderung oder sowas ähnliches. Aber deine komische Voodoo-Währung, die mache ich nicht mit, ich gebe dir den Kredit in Dollar, das kannst du dir dann irgendwo umtauschen. So. Wenn du dich in Fremdwährungen verschuldest, ja, dann wird es schlimm. Dann ist es im Prinzip scheißegal, ja, dann kannst du nämlich wieder pleite gehen. So. Dann ist es scheißegal, wie deine Währung drauf ist. Dann kannst du deine Währung auch noch massiver abwerten, als die USA und China das jetzt machen und Europa natürlich auch unter vorgehaltener Hand. Weil jeder will ja, dass seine eigene Währung möglichst wenig wert ist, damit man es schön verkaufen kann und so weiter, damit irgendwie Geld ins Land kommt. Und das kann natürlich auch passieren. Und dann stellt sich die Frage, selbst wenn die Banken sagen, alles klar, Kredite machen wir auch in Drachme, das ist alles kein Problem. Das nehmen wir in Kauf, die Möglichkeit, dass du dann nachher irgendwie eine hohe Inflation hast und die Schulden nichts mehr wert sind oder so. Selbst dann ist die Frage, ob das die griechische Wirtschaft ohne die Eurozone überhaupt stemmen kann. Denn die griechische Wirtschaft ist eher mehr auf Schafszucht fixiert. So zusammengefasst. Das kann man so zusammenfassen. Einen sehr kleinen Industriesektor. Ja. Und da geht auch gerade richtig viel pleite. Ja. Weil einfach keine Kohle ins Land kommt. Richtig. Dann hast du zwar ein bisschen Primärsektor, ein bisschen Landwirtschaft, aber das ist eigentlich eher so für Inland. Für Inland ist ja generell so. Trotzdem ist der Anteil der Landwirtschaft am Export macht über 20% aus. Das ist massiv. Und das ist schon richtig viel, ja. Ich weiß nicht, wie viel das in Deutschland ist, das habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber das wird signifikant weniger sein. Das wird ein bisschen Milch sein höchstens, oder? Was? Bisschen Milch oder so, ja. Im Zweifel. Weil so viel Landwirtschaft machen wir in Deutschland auch gar nicht mehr. Außer Milch und Weizen. Ja, wir haben hier schon ordentlich was. Also die Frage ist tatsächlich, also von Tourismus alleine werden die es da hinten nicht reißen können. Die Frage ist tatsächlich, kann die griechische Wirtschaft das irgendwie wieder schaffen, da rauszukommen? Und da brauchst du, glaube ich, so ein... Zumal alles, jeden Euro, den du jetzt sparst, ja, der fehlt dir morgen ja doppelt. Richtig. Weil du deine Wirtschaft ja komplett abwirkst. Und dann hast du die Wirtschaft, die schrumpft hier immer weiter. Wenn du kein Wachstum hast, ja, dann hast du auch keine höheren Steuereinnahmen. So. Spirale. So. Aber das heißt, du brauchst am Ende quasi einen Marshallplan, so wie wir den nach dem Zweiten Weltkrieg hatten in Europa. Also komplett, so ein bisschen wie Konjunkturpaket 2 hatten, also in Straßen, in Gebäude, in Sanieren, also oder investieren. Ja. In Infrastruktur investieren. Ja. Das ist der Weg, den müsste man gehen. Die Frage ist, wie kann man sowas finanzieren? Weil jetzt kommt natürlich sagen, ja, aber hier trotzdem laden Schulden und so. Man kann das über Schulden finanzieren, weil sowas kriegt man im Idealfall morgen wieder rein. Genau. Schulden sind in unserem System auch nicht das Schlimmste, das wird immer so getan. Aber die deutschen Schulden, wer glaubt denn bitte schon daran, dass wir die hier zurückzahlen werden? Staatsschulden sind nicht wie meine Privatschulden, Das kann man einfach nicht vergleichen. Und einen Staat mit einem Unternehmen oder so zu vergleichen, das ist einfach unsinnig. Also ich würde sogar dahin gehen zu sagen, das wäre unseriös. Aber jetzt denkt mal drüber nach. Und wir hatten sowas auch mal in Deutschland. Wir hatten mal eine Vermögensabgabe in Deutschland. Und zwar hat die auch kein Kommunist eingeführt, sondern Konrad Adenauer. Und der Kohl hat sie, glaube ich, abgeschafft.
am Ende? 94? Ja. Nee, das war die Vermögenssteuer. Das war was anderes. Hier geht es um eine Vermögensabgabe. Ach, Abgabe. Ah, ja. Das ist der Unterschied. Jeder hat, also es gab einen Freibetrag, der war zwar ziemlich hoch, aber sozusagen, um zu sagen, die alles verloren haben im Krieg, ja, sollen jetzt nicht an der Sanierung der oder an der Bezahlung der unserer Kriegsschulden noch beteiligt werden. Aber die noch ganz viel haben, die Glück gehabt haben sozusagen im Krieg, die sollen, noch viele Immobilien haben und sowas, die sollen einen Teil dazu beitragen, dass wir unsere Schulden loswerden. Also eine Enteignung des Vermögens teilweise zum Gemeinwohl. Ja, aber das ist ja jede Steuer und jede Abgabe ist sowas ja im Prinzip, obwohl es keine Enteignung ist, aber. Aber mit Rechtsbegriffen immer vorsichtig sein. Es gab einen hohen Freibetrag, aber dann hat man gesagt, von dem, was da drüber ist, gibt es jetzt einfach so und so viel ab. Ja. Um das mal kurz auf Deutschland umzumünzen, ja. Es gab letztens den Bericht, dass das deutsche Volksvermögen auf über 10 Billionen Euro angestiegen ist. Wir könnten unsere Schulden dreimal zurückzahlen. Fünfmal. Und wenn man noch irgendwie langfristig angelegte Sachen oder sowas rausnimmt. Und Immobilien oder so sind auch schon da drin? Immobilien sind da drin, ja. Wenn du aber langfristig angelegte Dinge irgendwie da rausnimmst, ich weiß nicht mehr, irgendwas haben die da noch rausgerechnet, wärst du immer noch bei 8,5 Billionen Euro. Gar nicht eingerechnet sind alle die Dinge, die du statistisch gar nicht erfassen kannst. Das heißt, dieser Tisch, mein MacBook. Schmuck, ja. Schmuck. Gut. oder halt die Headsets, die wir aufhaben, das Auto, mein Fahrrad, das Mischpult etc. Also Eigentumsgegenstände. Genau, die einfach so statistisch nicht wirklich erfassbar sind. Man könnte jetzt sagen, wir ziehen eine Freigrenze von, was weiß ich, 250.000 Euro ein. Oder die so. Großzügig wäre. Die ist sehr großzügig. Und dann sagt man so, und alles darüber hinaus, davon gibst du 40% ab. Selbst wenn du ein 2% nehmen würdest, würdest du massiv einnehmen. Selbst wenn du, dann bist du ja bei einer Steuer. Aber ich meine jetzt so ein radikal. Okay, radikal einmal, wenn du, einmalig. Damit könntest du alle Schulden in Deutschland bezahlen, locker. Und dann hätten wir wieder über 60, oder was zahlen wir jetzt? Ich glaube 60 Milliarden Euro pro Jahr allein an Zinslast im Haushalt. So, dann hätten wir dadurch einen locker ausgeglichenen Haushalt. Und könnten die Reichen sind immer noch reich. Investieren. Und die Reichen sind immer noch reich. Ja? Da muss sich jetzt einmal keiner was vormachen. Wenn man nämlich von 10 Millionen 4 Millionen abgibt, hat man immer noch 6 Millionen. Ja? Ja, also kein Reicher geht in Hartz IV rein deswegen. So, und der Reiche ist natürlich auch nur reich, weil er Bedingungen vorgefunden hatte, denen er reich werden konnte. Richtig. So. Deswegen finde ich zum Beispiel, Erbschaftssteuern müssten eigentlich fast 100% sein, ab bestimmten Grenzen. Ja, weil du machst dein Reichtum, gewinnst du entweder das, weil die Infrastruktur so geil ist, dass du dein Unternehmen so geil hochziehen kannst und deswegen so viele Gewinne machen kannst, oder andere Bedingungen halt. Oder deine Bildung. Ich will das gar nicht kleinreden. Ja. Es gibt sicherlich Unternehmer, die reißen sich in den Arsch auf und werden deshalb reich, haben wie viel gearbeitet, ja, und dann, haben dann irgendwann ein paar Millionen und verkaufen meinetwegen Teile ihres Unternehmens oder so und sind dann einfach reich. Ja. Das kann passieren. Manchmal hat man natürlich irgendwie unanständig viel Geld. Ich finde zum Beispiel, dass das massive Reichtum, den finde ich sogar unanständig. Er macht auch nicht glücklich. Nee, aber er sorgt einfach dafür, dass anderen Leuten Geld fehlt. So, ja, das Geld, was ich habe, können andere nicht haben. So, das ist irgendwie ne? Aber ich finde das gar nicht. Nur der Witz ist, wenn man es vererbt, ja, dann hat der Erbende das nicht verdient. Ja? Er hat Glück gehabt, dass er mein Sohn ist, ja, oder mein Neffe, dem ich das jetzt vererbe oder so, hat einfach nur Glück gehabt. Er hat im Zweifel nie einen Finger dafür krumm gemacht. Dann kommen wieder die ganzen Jungunternehmer und Ekelspassis daher und sagen, ja, aber die haben doch schon immer mit dem Unternehmen mitgeholfen und so. Dann hat man sie bezahlt dafür, Punkt. Ja, dann lasst euch dafür bezahlen, Leute, und lasst euch nicht von euren Eltern so ausnehmen. Richtig. So. Weil Kinderarbeit ist in Deutschland verboten und so Sachen. Man soll sich im Haushalt beteiligen. Das geht, glaube ich, auch im bürgerlichen Gesetzbuch, dass Kinder sich im Haushalt zu beteiligen haben. Aber es heißt nicht Großunternehmen oder Familienunternehmen. Genau. Ist in der Tat so. Das können eure Eltern von euch verlangen. Die können euch auch verklagen, wenn ihr es nicht tut. Ja? Quatsch? Nur? Wirklich? Ja, klar. Boah, das ist so eine Zwangsvollstreckungsmaßnahme zum Geschirrspülen. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Du kannst es nicht zwangsvollstrecken. Alle Sachen, die irgendwas mit du musst jetzt was tun, zu tun haben, kannst du nicht zwangsvollstrecken. Ja, was nützt dir das denn, wenn du deine Kinder verklagt hast? Verlieren sie dann den Unterhaltsanspruch? Nee, aber du kannst die in den Arrest schicken. Ja, das ist ganz lustig. Wenn du, oder war das, jetzt will ich mich nicht so weit aus dem Fenster nehmen. Aber du kannst deine faulen Kinder... Es kann auch sein, dass du das Arrest nur wegen einer Dingsnummer geht. Heilmann, sag mal was. Ich habe hier meinen Hausjuristen.
Arrest. Er sagt Arrest. Naja. Naja, auf jeden Fall geht das irgendwie. Was ich sagen will, ist Erbschaftssteuer, bla. Genau, die kann höher sein. Ja, die kann wesentlich höher sein. Also das Häuschen von Oma, wie es so schön heißt, das soll drin bleiben. Aber ich frage mich, nämlich bei dieser ganzen Griechenland-Sache, es wird alles gekürzt, es wird alles weggespart. Und die Troika sagt immer, ja, da seid ihr noch gar nicht gut genug, ja. Da müssen wir jetzt mal gucken, ob ihr die nächste Tranche ausgezahlt bekommt. Oh, auf ein Sperrkonto. Ja, und außerdem euch sowieso hier, wir brauchen irgendwie sonst was Fiskalpakt und hier und da und noch mehr Sparkommissare. Ja, wir brauchen dann noch irgendwann vielleicht einen Aufbaukommissar für Griechenland, ja. Und nehmt mal von uns Steuerbeamte, ja, wir sind ja so gut und haben welche. Ja. Also inzwischen marschiert so ein, das ist dasselbe. Das ist die Konsequenz. Früher nannte man sowas Dollarimperialismus. Aber da ging es um Mexiko. Was ich sagen will, ich habe noch nichts davon gehört, dass sie jetzt irgendwie auf einmal eine Vermögensteuer, eine große einführen. Nein, in Griechenland oder dass sowas gefordert wäre, dass die EU gesagt hätte, Alter, wir machen jetzt mal hier die Finanzmarkttransaktionssteuer oder eine Börsenumsatzsteuer oder was. Und oder davon, wir finden, dass Kapitalabflüsse in Griechenland stattfinden. Also die Reichen bringen ja Geld ihrer Kistenweise raus aus Griechenland. Ja, und vor allem Kistenweise rein nach Deutschland, das ist das nächste Ding. Ja, klar. Ja. Das kommt da irgendwie nie bei rum. Und das wollte ich einfach mal nur kurz anprangern. Wobei ich mir bei so Sachen wie Griechenland raus aus dem Euro, ist das sinnvoll oder nicht? Das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen. Da kenne ich die griechische Wirtschaft nicht gut genug dazu, als dass ich sagen könnte, naja, das schaffen die irgendwie schon alleine klarzukommen. Und dazu weiß ich auch nicht, wie krass die Ratingagenturen drauf sein werden, ob die nicht vielleicht... Mittlerweile ist es doch so, dass was die urteilen, mittlerweile ignoriert wird, oder? Also jetzt hat Moody's irgendwie Griechenland auf zahlungsunfähig erklärt oder so. Und das war ja ein Einzeiler in der Tagesschau und hat keine Sau mehr danach gekräht. Ich habe ja auch ganz wobei man sowieso sagen muss, ironisch auf Twitter geschrieben, ja, deine Mutter hat Griechenland abgestuft. Ja, aber das ist ja wirklich so. Ich meine, was können die denn, die Ratingagenturen? Ach, gar nichts. Die, so. Die arbeiten... Die haben im Zweifel wissen die auch nicht mehr, als jede andere Bank auch wissen könnte. Ja. Ich meine, die verkaufen da irgendwie ihre Dienstleistungen, wir schätzen das irgendwie ein. Ja. Also ich meine, dass die Ratingagenturen bei Staaten selber irgendwie nur die öffentlichen Daten bewerten können. Und bei Unternehmen haben Ratingagenturen sogar die Möglichkeit, in unternehmensinterne Zahlen reinzugucken und danach zu bewerten. Aber die Unternehmen müssen das zulassen. Ja, aber das sind dann ja Aufträge. Das ist ja, wenn ich zu meiner Geschäftsbank gehe und sage, Alter, ich brauche nochmal 5 Millionen, weil ich will mir dies und das anschaffen. Dann lass bitte unsere Ratingagentur mal reingucken. Dann sagt die Bank, ja, müssen wir mal gucken. Und dann können die natürlich eine Ratingagentur beauftragen. Richtig. Aber das, was die irgendwie, die fahren natürlich eine ganz schöne Politikschiene. Ich weiß gar nicht, war das Standard & Poor's oder so? Die haben Deutschland ja auch schon gedroht, wenn ihr nicht mal langsam aus dem Quark kommt und mehr privatisiert hier, dann werdet ihr aber mal herabgestuft. Richtig, die wollen, dass es neoliberaler Arm der USA, so ein bisschen. Würde ich sagen. Aber was hat das denn mit der Zahlungsfähigkeit Deutschlands zu tun? Gar nichts. Wie viel Unternehmen hier in Staatsbesitz sind? Wir könnten hier in Staatssozialismus sein und trotzdem flüssig sein. Und zahlungsfähig. Ja, ja. So also ich, und deshalb möchte ich auch mal irgendwie kurz warnen davor, so groß rumzuposaunen, dass dies und das, oder Griechenland muss es aus dem Euro raus, gibt ja auch so ein paar Spezies auf Twitter, die das irgendwie die ganze Zeit fordern. Ich gucke da in eine ganz bestimmte Richtung. Habe ich das gefordert? Nee. Ach so. Nee, ich gucke hier so auf meine Tabelle. Ich hatte mal gefragt, was sinnvoll ist. Ja, und jemand hat ja auch dir gesagt, dass man das dann machen muss. Ja, genau. Wir nennen jetzt keine Namen hier. Das kann man nicht wissen, ob das funktioniert. Das ist Spekulation. Ja. Und ich kann auch schon verstehen, dass viele Politiker dieses Risiko nicht eingehen wollen. Ja, weil da könnte eine Menge kaputt gehen. Na, nehmen wir das mal an, die gehen raus aus dem Euro und dann sagen die ganzen Banken zu denen, ja, Alter, aber deine Drachme nehmen wir nicht, du verschuldest dich jetzt in Dollar oder in Euro oder so. Aber können dann haben die massive Probleme, dann sind die sofort wieder am Arsch. Aber könnte dann nicht die EU sagen, statt das Geld jetzt in diese exorbitanten Milliardensummen, die gar nicht genutzt werden oder so, wenn man irgendwie richtig glaubt, dazu nutzen, um Griechenland Geld zu leihen in ihrer Drachme? Wäre das nicht eine Möglichkeit? Zu sagen, hier, euch geben Banken euch nichts, die Banken sollen euch nichts geben, sondern wir geben euch das Geld leihen, damit ihr das Geld unter der Bedingung in die Wirtschaft investiert. Ja, also das oder in möglich, möglich ist alles, aber nun, das sind ja alles Neokonservative, die da
bei uns in Europa regieren und die werden es nicht zulassen, dass da irgendwie Staaten anderen Staaten helfen. Ja, es kommt ja schon immer Transferunion. Ja? Boah! Das ist ja auch Kommunismus. IUDSSR, das ist mein Lieblingsbegriff immer noch. Oh ja, das ist wunderschön, ne? Das machen immer diese PI-Nazis, ja. Die sagen das immer. Nee, aber Transferunion, ja, und auch die ganzen CSU-Politiker, ja. und die CDU-Politiker, Transferunion wird es mit uns nicht geben. Nur Fiskalunion oder so. Dass wir das in Deutschland schon längst haben, ja, dass wir einen Länderfinanzausgleich haben, der übrigens sehr gut funktioniert hat über die letzten Jahrzehnte. Ja, Bayern hat das davon profitiert von. Ja, Bayern war über 30 Jahre, glaube ich, ja. Nebenland. Ne? Ja. Das wird natürlich heute verschweigen, die Bayern, das, wo sie ganz und NRW war jahrelang Geberland. Ja. Das heißt, wir haben hier so ein ja. System des finanziellen, auch des wirtschaftlichen Ausgleichs, okay. und das hat recht gut funktioniert. Ja. Das will man natürlich in Europa nicht. Ja. Das ist natürlich Kommunismus. Und gemeinsame Staatsanleihen, um Gottes Willen. Also EU-Bonds. Ja, da gibt's... Je nachdem nach dem Modell, aber zum Beispiel zu sagen, ja, dann steigt für Deutschland der Zinssatz exorbitant. Da, wenn man es dann natürlich ausrechnet, ja, dann hat Deutschland halt irgendwie 5 Milliarden mehr Zinsen pro Jahr irgendwie oder so ein Dreck war's. Also sehr verkraftbar gewesen alles. Da gab's mal einen Blogpost beim Herdentrieb. Das ist ein Blog bei der Zeit, bei Zeit Online. Der hat mal was ganz Lustiges erklärt. Da gab es schon mal sowas Ähnliches wie gemeinsame Anleihen der EU-Staaten. Und die hatten, das waren aber keine Anleihen, sondern das war irgendwas über die EZB, wo aber letztlich alle Staaten hinter da stand. Ich ganz krieg's nicht mehr auf die Reihe. Hätte ich jetzt nochmal nachlesen müssen, vielleicht. Die hatten eine A-Plus-Bewertung. Ja, also von allen drei, und die Zinsen waren extrem niedrig. Also, ja, klar. Weil da steht mehr dahinter als nur ein einzelner Staat. Ja. Weil da steht halt die Wirtschaftsleistung dann von... ganz Europa dahinter, ja, klar. Und wenn dann irgendwie so kleine Teile wie Griechenland, das sind ja auch nur ein paar Millionen Wenn die abbrechen, dann steigen halt die Zinsen um 0,005%. Ach, ja, was soll's. Wobei jetzt aktuell selbst Deutschland irgendwie Geld sogar hinterhergeworfen wird oder Dänemark. Dänemark muss keine Zinsen zahlen aktuell. Die kriegen, dass sie, das. Ich hätte gerne mal einen Wirtschaftswissenschaftler hier. Nur ist jemand, der Volkswirtschaftslehre studiert hat und nicht BWL. Nicht BWL. Ja, weil Marketing kann jeder. Richtig. So. Das wäre mal ganz interessant. Da jemanden zu befragen, der sich wie ich damit auskennt. Weil ich bin da immer so ein bisschen, also ich denke mir immer nur so meinen Teil, habe aber keinen Anspruch darauf, dass ich jetzt wirklich irgendwie hundertprozentige Ahnung hätte. Wobei man auch immer sagen muss, das ist ja auch so ein Irrtum, ja. VWL, das ist nicht Physik, ja. Da gibt es keine Naturgesetze, sondern das ist eine Sozialwissenschaft. Dann nimmt man irgendwie ein paar Daten, die man irgendwie rausfummelt, dann versucht man die irgendwie zu interpretieren. Und mehr passiert da nicht. Und es wird ja immer so getan. Also ist fast Glaskugel lesen am Ende. Gerade von der herrschenden Meinung den Wirtschaftswissenschaften wird ja immer so getan, als wäre das alles in Stein gemeißelt. Als wäre das alles so. Ja? Ja. Man muss sparen und man muss privatisieren und keine Ahnung. Und so ein Sinn, der irgendwie Gott ist, sich als Gott fühlt und so seine Thesen rausplappert. Die Haare auf der falschen Seite. Ja, ernsthaft, die gehören auf den Kopf, der hat die aber unten am Kinn. Und vorne auf dem Kopf hat er auch keine Haare. Ja? Das ist, als wenn er das so umgedreht hätte. Ja, so ist das. Denkst du, das ist so ein, weil mir die Haare fehlen, Komplex, dass ich dann so Schrott rede? Du? Beim Sinn. Ach so, ja, weiß ich nicht. Ach, wir machen mal weiter. Ja, jetzt, Griechenland ist, also für mich zu sagen, ich habe zwar keine Ahnung, aber Griechenland wird gerettet. Ich habe auch keine große Ahnung. Ja. Ich wollte jetzt einfach nur mal so... Aber du hast immer mehr Ahnung als ich jetzt zum Beispiel. Ich wollte jetzt einfach nur meinen Wissensstand mal darstellen. Ja. Mal sehen, wie ich die Situation so sehe und Sachen, die ich auch nicht verstehe. Aber für mich, also so, was ich jetzt zusammenfasse, ist einfach irgendwie Investition. Sparen macht keinen Sinn. Haut die... Ja, die sparen sich da jetzt schon tot. Ja, richtig. Was ist haut da passiert das Geld einfach Bayern? Raus also, und baut im Zweifel Brücken durch die Welt, also durch Griechenland. Also ein ausgeglichener Haushalt ist kein Selbstzweck. Nein. Ja, sondern wenn du deinen Haushalt ausgeglichen hast, dafür aber weißt, dass du in den nächsten 3-4 Jahren irgendwie einen massiven Wirtschaftseinbruch haben wirst und deine Steuereinnahmen gewaltig sinken, dann hast du am Ende wieder keinen ausgeglichenen Haushalt.
Na, oder du kürzt halt deinen Start ganz, du kannst den Start auch einfach dicht machen, ja? Dann brauchst du gar keinen Haushalt mehr. Ja, deswegen kannst du auch keine Schulden machen, das wäre natürlich super. Ich bin deswegen ein ganz großer Freund von Ron Paul in den USA. Ja, natürlich. Der will ja den Start komplett schon streichen. Nein, nein, nein. Genau, nein, das war Herman McCain, der Pizzabäcker. Ach, natürlich, ach, ich bringe die alle durcheinander, ja. Nein, ja. Ron Paul ist sehr liberal. Also libertär, sagt man das. Libertär, so. Genau. Der will den Staat also auf irgendwie nur, glaube ich, Militär zusammenstreichen oder so. Also wirklich sehr, sehr klein. Wenn er das macht, habe ich die Hoffnung, dass die USA keine Bedeutung mehr in der Welt haben. Das würde mir helfen. Das würde ich begrüßen, wenn die USA nichts mehr zu funken haben. Deswegen bevorzuge ich Ron Paul als Präsident. In den USA hat man jetzt auch wieder, ist man schon bei der Arbeitslosenquote jetzt nur noch bei 8,3% oder so? Ja, genau, es ist gesunken wieder. Niedrigste Quote seit Beginn der Finanzkrise. Ja. In den USA hat man übrigens nicht in die Krise hineingespart, sondern massiv investiert. Ja. Ja. Sagen wir nur so kurz. Ja, selbst wir haben nicht gespart in der Krise. Wir haben in unserem Konjunkturpaket auch massiv Schulden gemacht. Und es war nicht falsch. Nee, ja. Also jetzt, ja. Wie viele Schulen jetzt im Land irgendwie topmodern wärmesaniert sind, wodurch wieder Geld gespart werden kann und dadurch irgendwie die lokale Bauwirtschaft gefeuert wurde. Klar. Das hat Arbeitsplätze gesichert. Na, vor allen Dingen hat das einfach dieses Tal, durch das wir gegangen sind, einfach abgeflacht. Ja? Richtig. Wie hier die Wirtschaft zusammengekracht wäre, wenn wir das nicht gemacht hätten, das kann man natürlich nur spekulieren. Ja? Da kommen jetzt wieder die Glaskugelleser, die da irgendwie versuchen müssen... Zahlen hinein zu interpretieren. Es hieß ja auch immer, ist ja auch immer noch herrschende Meinung in den Wirtschaftswissenschaften, dass Konjunkturprogramme sind Strohfeuer, da passiert nichts, da wird nur Geld verbrannt. Der Witz ist natürlich, du kannst das Gegenteil nicht beweisen. Ja? Aber selbst wenn du jetzt das Konjunkturpaket 2 dir anguckst, dann hast du doch selbst im Blinden kannst du es sehen. Ja, aber du kannst immer noch sagen, naja, aber so schlimm wäre es ohne Konjunkturpaket, so viel schlimmer wäre es auch nicht geworden. Ja. So, da kannst du das Gegenteil einfach nicht beweisen. Das sind wie... Ja. Reden gegen die Wand. Ja, ja. So ist es halt. Naja, schließen wir Griechenland ab. Wickeln wir Griechenland ab. Ja. Wenn man Griechenland helfen will, ne, kann man da mal Urlaub machen. Soll auch ganz schön sein. Auf Lesbos. Man kann ja auch den Koloss von Rhodos wieder aufbauen. Den Koloss von Rhodos? Kennst du den nicht? Nee. Der stand irgendwie so... ich weiß gar nicht, über einem Fluss oder über so einer Meeresenge, die irgendwie so, keine Ahnung was, da stand einfach, da konntest du aber auf jeden Fall unten, oder was war das noch? Oder gab's den noch? Ich weiß nicht. Im Zweifel die Akropolis grundsanieren. Irgendwie mal ein richtiges Dach verpassen, dem Ding. Dann hast du auch die lokale Bauwirtschaft wieder gefördert. Aber sind die nicht alle da auch mit drin? Vetternwirtschaft und so? Ja. Ja, natürlich. Gerade in der Bauwirtschaft. Bauwirtschaft ist sehr vetternanfällig. Siehst du nur Russland oder so? Da. Selbst in Deutschland wird geschmiert in der Bauwirtschaft, würde ich 100% sagen. Wie viele weiße Umschläge auf Bauämtern rumgeflossen sind bisher schon, Besitzer gewechselt haben. Ach ja, weiße Umschläge. Der Koloss von Rhodos hier war eine über 30 Meter hohe monumentale Bronzestatue des Sonnengottes Helios, die 292 vor Christus, ich lese aus der deutschen Wikipedia vor, so viel sei zur Lizenz hier, ne? Weil das hier muss man irgendwie alles nennen. Juraende. Nach 12-jähriger Bauzeit vollendet und ist und in der Inselhauptstadt Rhodos aufgestellt worden. Die Kolossstatue stürzte etwa 226 vor Christus infolge eines Erdbebens und zählte bereits in der Antike zu den 7 Weltwundern. Na, das war halt eine Bronzestatue, die aber sehr breitbeinig über den Fluss stand. Ja, über irgendwie so ein, oder das ist, was ist denn das so überhaupt? Oder so ein See auf der Insel oder was? Auf jeden Fall konnte man dem halt zwischen die Beine gucken. Dafür ist der eben. Auf jeden Fall, nochmal zu den Umschlägen zurückzukommen. Ja, nee, du warst auch bei Lesbos, da kann man auch mal. Ja, aber um zu den Umschlägen nochmal zurückzukommen, die Adresse zu Umschlägen, die an uns gesendet werden können, sind auf unserer Webseite Anycast. Nur deine Adresse ist da. Ja, das macht doch nichts. Ihr könnt aber auch auf schnacken.net/impressum gehen. Oh, ja, aber das geht in eine neue Show. Da sollt ihr keine Briefe hinschicken. Die kommen da nie an. Natürlich kommen die da an. Nein, in eine neue Show kommt kein Brief an. Doch, doch. Nein. Da kommt jeden Tag die Post, immer so gegen 1. Ach, gegen 1? Ja, ja. Ach, ich werde müde. Ach ja. Machen wir noch ein bisschen, schließen wir ein bisschen ab noch mit Kultur, oder? Ja.
Ja, machen wir das mal. Du hast Oscar geguckt bestimmt, oder? Ich bin eingeschlafen dabei. Ich hab's nicht geguckt. Ich wollte über die Oscars reden. Du bist eingeschlafen dabei, ja. Ich hab's leider nicht geguckt. Ich war so müde. Ich hab irgendwie die ersten geguckt. Ich hab noch Iran gesehen, also den fremdsprachigen, dann bin ich eingepennt. Ja. Wie bist du denn generell zufrieden mit den Ergebnissen? Hast du den Dings gesehen, Film, den Stummfilm hier, The Artist? Nein, hab ich noch nicht geguckt. Hab den auch noch nicht gesehen. Also, läuft der eigentlich schon im Kino hier? Ja, der lief schon vom Kino. Ja, echt? Ja. Und, also wenn man den Trailer sieht, der Schauspieler, der mit seiner Gesichtsmimik und ganzem Schauspiel wirklich gut ist. Also Stummfilme, und das ist irgendwie der erste Oscar-Stummfilm seit 80 Jahren wieder. Der hat OSS 117 gespielt. Das ist so eine französische Agentenfilm-Persiflage. Oh, okay. Hat so einen ganz schmierigen Agenten. Eigentlich ziemlich, das ist also wirklich ulkig, könnte man zu dem Film sagen. Und Hugo, hast du geguckt? Nee. Auch nicht. Ich hab's ignoriert. Was ich noch gucken möchte, ist bei Iron Lady. Ja. Nicht wegen der Thatcher wegen, sondern wegen Meryl Streep wegen. Ja, da gibt's auch Leute auf Twitter, die haben den Film nicht nur wegen Meryl Streep, sondern auch wegen Thatcher geguckt. Wie war's? Also auf Meryl Thatchers Grab würde ich so wie bei Homer Simpson, der als der Burns beinahe gestorben wäre, mit weißen Anzug steppen. Ja, es gibt ja immer seit Jahren schon das oder hält sich so hartnäckig das Gericht, dass wenn die Alte mal abnippelt, dass dann auf den Straßen in Britannien getanzt wird und Party gemacht. Wie schnell ist man eigentlich in England von hier aus? Oh, ab 2016 mit dem IC innerhalb von 3 Stunden. Von wo? Von Köln oder Frankfurt aus gesehen. Frankfurt, glaube ich. Frankfurt 4 Stunden. Ah. Dann ist man in London City. Dann kann man auf der Straße direkt vom Bahnhof tanzen. Und das wäre es mir, glaube ich, fast sogar wert. Warte mal, wo sind wir denn? Dann muss ich jetzt 2 Stunden von Göttingen nach Frankfurt? Ja, also 6 Stunden. 6 Stunden. Plus Check-in noch, weil das ist Eurotunnel, weil die Engländer sind ja paranoid. Paranoid. Ja, habe ich gesagt. Nein, paranoid hast du gesagt. Paranoid. Puh. Auf jeden Fall, dann ist man innerhalb von 7 Stunden in England. Reicht das? Dann darf die Braut aber nicht nachmittags abkratzen. Die Braut müsste erstmal vorher ins Krankenhaus kommen. Ja, die ist doch schon hier demenzkrank. Ach, weiß ich gar nicht, ich hab die seit und Jahren. Und lebt in einem Altersheim, glaube ich, ja. Hoffentlich privatisiert. Ja, die kann sich's ja leisten, die Olle. Die hat echt England so fies gefickt, die Alte. Nee, ich hab's nicht so gesagt, aber okay. Ist doch so. Was die da an Industrie abgebaut hat einfach, ja? Also, und das, was an England jetzt so, England, wie es heute so scheiße geht, dafür ist die verantwortlich, ja. Altersvorsorge privatisiert, ja, haben wir ja auch gemacht, aber der Witz ist, da zahlen die Briten jetzt jährlich über 6 Milliarden Pfund aus dem Steuersäckel dafür, dass private Vorsorge, Fonds und sonst was einfach pleite gegangen sind. Boah, so wie das nämlich mit Kapitaldeckelung ist, ja, die kann pleite gehen. So, kann eine Umlage nicht. Ach, boah, die Alte sieht aber wirklich so, jetzt sind wir von den Oscars schon wieder auf Rentenversicherung gekommen. Aber auf jeden Fall im September 2011 war sie noch bei der 50. Geburtstagsparty des Verteidigungsministers. So wie Miss Sophie. Genau, sie ist 25 geboren, 1925. Ja. Die Alte ist alt. Ja. Alte Alten sind alt. So. Alte Thatcher ist alt. Ja. Ach, ja. Ja. Aber, oder, aber um mal eine Verschwörungstheorie aufzustellen. Nee, aber jetzt mal, ach, das ist eine scheiß Überleitung. Ach, ich darf keine scheiß Überleitung. Meine wäre viel besser gewesen. Ach, dann höre ich jetzt. Okay. Die Oscars haben wir beide nicht gesehen. Ja. Was wir beide gesehen haben, ist aber was? Ach, die war jetzt gar nicht so gut. Die war. Nein. Die war geschmeidig. Ach. Hätte noch was erzählt, dass die Alte bestimmt schon seit Jahren tot ist und noch so eine, wie Paul McCartney irgendwie durch die Gegend. Der lebt ja auch nicht mehr. Ach, das war der andere hier. Nee, Paul McCartney ist tot. Der echte. Ah. Aber der war auch Inhalt der Doku. Ja. Welche Doku denn? Genau, auf dem ZDF lief am Rahmen in ZDF Zeit eine Doku-Serie auf dem zweiten deutschen Fernsehen. Vorsicht, Verschwörung. Hört sich ein bisschen komisch an, der Titel, aber es geht um, die haben ein paar Verschwörungen auseinandergenommen und ein bisschen erklärt, wieso Verschwörungen passieren und was der Reiz dahinter ist.
Nicht Verschwörungen, sondern Verschwörungstheorien. Theorien. Das ist der Reiz an Verschwörungstheorien. Danke. Ist, ja. Und da kam dran vor die Mondverschwörung, 9-11. Das ist der Reiz an Verschwörungen. Die Kohle ist, wissen wir alle. Ja. Und Macht. Ja. Und diese Sendung wird natürlich auch von Ihnen finanziert. TM. TM, ja. Kann man sich angucken. Gibt es, wie immer, das Coole ist, dass es eine Doku ist, wird es auch länger als 7 Tage, glaube ich, im Netz geben. Ansonsten lädt man sich ja sowieso die Mediathek.app für den Mac. Ach, da bin ich echt neidisch auf euch. Da bin ich echt neidisch auf euch. Da könnt ihr nämlich Mediathek-Inhalte einfach herunterladen, auch wenn das wohl eher nur so halblegal ist. Privatkopie. Recht auf Privatkopie. Aus dem Stream? Ja. Ist mir auch egal. Okay. Ich zahle GEZ-Gebühren. So. Also ich nicht, aber andere. Musst du nicht zahlen? Ich bin befreit als BAföG-Empfänger. Ach, du kriegst BAföG, ja gut. Ich kriege ja auch noch BAföG. Tja, und wann musst du zurückzahlen, weißt du schon? Das war ja gut. Ich zahle. Tja. Dann wissen wir, was hier passiert ist, live hören beim nächsten Mal. Ich weiß nicht, irgendwann, ich warte, bis die mir einen Brief schreiben. Ah, okay. Naja. Ja. Ach, wenn wir schon bei Dokus sind. Bei Dokus. Was gab es denn noch an Dokus so Schönes? Die ARD, oder das erste, hat Ich Putin gezeigt. Eine Doku über den alten Sack in Russland. Die habe ich übrigens nicht gesehen. Ja, also es geht um, ein Reporter hat ihn begleitet, auch privat. So ein bisschen privat, also Putin privat gezeigt und so. Ja. Und es war ganz lustig, weil in der ersten Szene siehst halt Putin und er redet Deutsch und bist komplett verwirrt. Ja, der war in Deutschland, der war ja beim KGB und hat auch in Deutschland, also in der DDR gewohnt. Ja, für Russland in der DDR spioniert, genau, eine Zeit lang. Ja. Das ist, und, also, aber das ist doch kein hier, kein, das ist doch kein Lobgesang auf den Putin. Nein, das, um Gottes Willen nicht. Es ist halt so, es ist halt, es ist nicht so kritisch, wie man es vielleicht erwartet hätte. Ja. Es ist halt ein bisschen aus seiner Sicht, was ein bisschen aus seiner Sicht, wie die Doku erzählt, wieso er der Glorreiche ist irgendwie und so. Und so ein bisschen. Und Putin wird halt irgendwie bei allem gezeigt. Also der könnte halt irgendwie die komplette olympische Mannschaft Russlands alleine machen. Weil er war beim Schwimmen, Eishockey und ja, so. Ja, das sind ja immer diese komischen Wahlkampf-Dinger, die nee, das waren keine, hat, ja. Das waren keine Wahlkampf-Dinger. Also das, was er so nebenbei macht, also er spielt leidenschaftlich Eishockey, obwohl er sehr schlecht ist. Also es ist wirklich schlecht, aber er spielt es trotzdem. Das macht er auch alleine oder so. Und er hat ja, aber es gab ja immer diese lustigen Stunts, weißt du, wo er dann nackt ohne Sattel auf einem Pferd irgendwo durch den russischen Wald geritten ist und dann mit Pfeil und Bogen und so. Nee, es war das zeigt, das macht er, glaube ich, in seinem Alltag auch. Der macht Judo irgendwie in seiner alten Mannschaft immer noch. Ist halt sehr, sehr personalisiert, die Doku und privat. Also nicht so große Politik. So ein bisschen die Hintergründe, wieso Putin so ist, wie er ist. Aha. Kann man sich angucken, sollte man kritisch angehen, die Doku. Ich habe ja, es lief ja mal auf Arte vor, das war jetzt auch schon ein Jahr oder so her, lief mal eine Doku über die russische Mafia. Oh, das hat ja mal. Und auch so die Ölmafia und so die ganzen Oligarchen, die sich herausgebildet haben und sowas, die teilweise ja auch Kreml-kritisch sind. Und dann in den Knast gesteckt werden dafür. Und das war auch ganz lustig. Da sind sie auch ein bisschen auf Putin eingegangen und wie der da Verstrickungen mit drin hat. Waren aber nur sehr oberflächlich. Das fand ich ein bisschen schade. Da hätte man noch ein bisschen drauf eingehen können. Ich habe meiner Mutter auch gesagt, kannst du dir auch mal angucken. Die hat dann aber damals gesagt, nee, russische Mafia, nee, nachher... stehen die vor der Tür. Nee, nachher muss ich den Schröder wieder ertragen im Fernsehen. Ja. Ja, es ist, ja. Kann man stehen lassen. Ja. Meinst du das? Meinst du, ich soll mir die angucken? Lohnt sich ja, das? Ja, kann man mich? Gucken, kann man gucken. Ja, kann man, kann alles gucken, ja? Ja, sollte man sogar. Oh, ich sehe gerade. Was geschah in Tunguska? Ja, weiß ich nicht. Da ist ein Dings runtergekommen, Meteorit, 1908. Achso, Putin gewinnt laut Prognosen mit absoluter Mehrheit. Ach was! Ach, Leute! Leute, hättet ihr mir erzählt, dass Putin mit 140% gewonnen hätte, dann hätte ich mich gewundert. Lass mal wegkommen. Ich finde immer, dieses über Russland reden ist so furchtbar deprimierend. Findest du nicht? Ja, der Russe, was war der Gag? Der Russe kennt irgendwie 20 Ausdrücke für oder so. Was? Ja, weil er so trübsinnig ist. Ja, habe ich noch nie gehört. Naja. Was Lustiges. Also vielleicht ist das auch wieder ein polnisches Sprichwort, das du mir hier unterjubeln wolltest. Kann sein. Was Lustiges, ja, du warst bei Reinhard Grebe. Sein neues Programm, das Reinhard-Grebe-Konzert. Ja. Und hier in Göttingen, im zentralen Hörsaalgebäude der Uni Göttingen, einem
Entschuldigung. So einem hässlichen Betonbau von innen. Verzeihung, ja. Das ZHG ist ein hässlicher Betonbau von innen. Ist doch wunderschön. Ja. Hässlich. Speerspitze des 60er und 70er Jahre. Das sieht ja fast aus wie Hitlers Germania da drin. Das ist ja. Nee, komm. Doch. So scheiße sah Germania auch nicht aus. Ja, die Planung war ja schon recht schick. Muss man ja mal lassen. Das war schon alles. ganz. Naja. Ja, ist nicht schön da. Aber das ist so wie das Rathaus ja auch. Ja, auch, das ist auch hässlich. Ja. Also auch meine Schule ist auch so ein Betonbunker. Ja, da hat man hier in Göttingen Zweckbaute, nannte man das früher. Oh. Ja, und die jetzt zusammenfallen halt, weil der Beton irgendwie pyrös geworden ist. Was? Doch, das Stadthalle bricht doch zusammen auf die Zuhörer. Ach so, nee, ich meine jetzt, die haben ja ganz lustig vor ein paar Jahren die Staats- und Universitätsbibliothek irgendwie erneuert und haben da irgendwie so Platten angebracht von außen. Quasi Verkleidung, ich weiß gar nicht, was es war, so Keramik, keine Ahnung, was irgendwie so damit schön aussieht. Die waren aber irgendwie anscheinend nicht richtig verklebt, die sind nämlich alle abgefallen. Und deshalb war irgendwie jahrelang so ein Bauzaun um die Sub, ja, da durfte man nicht lang gehen, weil es halt zu gefährlich war. Weil die Platten runterkamen. Ja, weil halt von oben was runterfallen konnte. Das ist ja geil. Ach ja. Ach so, das Programm ist ganz cool, ist neu. Du warst jetzt auf jeden Fall da und hast so Reinhard Grebe geguckt. Genau. Und das war machst du ja eigentlich die ganze Zeit den Hitlergruß oder was ist das mit der Hand? Du sitzt hier und machst immer so die Hand nach vorn. Ich bewege mich genau, halt. Genau, hast du gesagt. Ich bewege halt mich mit meinen Fingern und so. Und dann komme ich auch immer wieder gegen dieses Mikro. Und das ärgert ihn ja hier immer noch. Und deshalb streckst du den Arm nach vorne raus. Zum deutschen Gruß. Nein, ich mache keinen deutschen Gruß. Ja, okay. Also. Ja, letzten Freitag. Freitag. Ja. Hat gekostet? Ein Zehner. Wo hast du Karte gekauft? Beim Aster. Warum habe ich keine Karte gekauft? Weiß ich nicht. Tja, gute Frage. Ganz lustig ist halt natürlich, er ist jetzt alleine, solo, also nicht mit großer Big Band und so, wie man es so kennt, mit dem das Honigkonzert, irgendwas mit Honig war's. Es war weißer Marmor, der da an der Suppe hing. Nur das Beste. Das ist doch kein weißer Marmor. Ja, steht hier. Hallo, ich habe gerade hier. Ach so, an der Suppe, ja. Aus dem netten Chat. Dings bekommen. Dankeschön dafür. Aber die Suppe ist doch jetzt so ein Glasbaukasten, oder? Was meinst du? Die zentrale Bibliothek? Da ist viel Glas vorne dran, ja. Die haben ja viel gemacht, aber die haben einfach an der Seite diese Platten dran gemacht. Ah. Und die sind einfach teilweise abgefallen. Jetzt werden die ja ganz, neu gemacht. Oh Mann. Marmor, oh Mann. Also Reinhard Grebe. Ja, und Solo jetzt und zeigt viel aus seiner Kindheit, Bilder und so, ist ein bisschen PowerPoint-Show. Mit Licht und Rauch und Musik, mit Klavierbegleitung, also er spielt Klavier. Ganz, ganz lustig, ganz, ganz lustig. Allein die hängenden Teller ständig. Also er erzählte immer wieder von den hängenden Tellern an der Wand. Also eine Sache, die man sich durchaus angucken kann und sollte. Ja, definitiv. Okay. Wo tritt er denn noch auf? Oh, ganz viel. Wir verlinken das einfach am besten. Also hast du es nicht recherchiert vorher? Gut. Na, ich habe den Link rausgesucht zur Webseite. Ich habe aber auch noch zwei. Du kannst das ja während... Erst demnächst in Jena. Und in Plauen. Und in Zittau. Ja. Wer schon immer mal in den Osten fahren wollte, ja, vielleicht ist das... Jena ist gar nicht so hässlich. Jena Paradies heißt der Bahnhof da. Wobei Jena ist ausverkauft. Ja, das ist ja auch schon jetzt wahrscheinlich bald. Ne? 27.3. Der hat eine kleine Pause jetzt gerade, scheinbar. Stimmt. Das sind jetzt wie viele Wochen? Fast drei. Ja. Oder wenn ihr uns in 3 Wochen hört, morgen. Oder war schon längst, weil. Oder das, ja. Weil wir löschen ja keine Daten vom. Richtig. Wir sind ja Server. Ja, vom Server. Nee, Server. Das S wird doch weich ausgesprochen im Osten. Server, ja. Server. Das heißt ja auch Service. Naja, okay. So. Schafe. Ja. Schafe. Und zwar habe ich eine, das geht jetzt für alle iOS-Nutzer. Dann bin ich mal weg kurz. Ja. Habe ich ein lustiges Spielchen, das heißt Sticky Sheep. Also klebriges Schaf. Und das ist so ein, ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben soll, das ist so ein kleines Spiel für iOS, also ich habe es auf dem iPhone, ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist eine Universal App, geht also auch für iPad. Man steuert einen kleinen Hund, der einen,
Ich demonstriere das Dennis hier mal live. Man steuert einen kleinen Hund und der hat so einen Helm auf. Ja? Ich sehe es auf den Screenshots. Und dann muss man, ja, das ist jetzt irgendwie der letzte Bildschirm, weil ich nicht alles durchgespielt habe. Na, Moment, das erste. Und auch sehr schlecht. Nicht überall gelbe Sternchen. Ja, das kommt ja noch. Eins nach dem anderen. Ziel ist auf jeden Fall, mit dem Hund Schafe anzustoßen. Diese Schafe rollen dann weg und man muss diese, also es ist wie, ähnlich wie Billard sozusagen, ja, ich ach, das war so Minigolfspielchen immer so da. Genau, ich muss, da sind so kleine, so Kreise, ja, da muss ich das Schaf draufschubsen und diese Kreise bestehen so aus diesem Klettzeug, ja, sodass die Schafe daran so ein bisschen hängen bleiben und verlangsamen und irgendwann auf diesem kleinen Kreis liegen bleiben. Je näher man in der Mitte ist, desto mehr Punkte kriegt man. Da muss man noch natürlich noch Münzen einsammeln nebenher, wie das immer so ist. Die schwarzen Schafe darf man nicht auf diese Zieldinger im Kreis schießen, weil sonst bekommt man, sonst hat man verloren, ne? Weil Don't pot the black kommt dann immer. Dann hat man hier das Level verloren. Jetzt kommt's gleich. Und das macht irgendwie ganz viel Spaß. Kostet, glaube ich, 79 Cent im App Store oder so. Und ist echt schön für zwischendurch. Und das Lustige ist, wenn man die Missionslevel durchgemacht hat, es gibt 6 Welten, A9 Level. Und wenn man eine Welt durchgemacht hat, dann kriegt man so ein Arcade-Level freigeschaltet. Da kann man dann irgendwie bis zum Highscore, solange man will, immer verschiedene Dinger. Da will ich fast doch noch ein Spiel noch reinbringen. Das ist einfach furchtbar, also die Animation ist einfach furchtbar niedlich gemacht, ja. Also das ist so. Das spielt bei den Spielen. So Knuffi mit diesem kleinen süßen Hund. Und macht wirklich Spaß. Ich habe es irgendwie, gestern bin ich hierher gefahren mit dem Zug und hätte eigentlich lernen müssen. Hab aber irgendwie fast die ganze Zeit dieses olle Spiel hier gespielt. Ja, aber weil das, weil auch die, ja, wie nennt man das denn, die Physics, sagt man ja irgendwie im englischen Original. Die Physik Engine. Ja, die Physik Engine ist einfach schön. Ja, das wirkt einfach echt. Ja. So. Die Niedlichkeit. Und es ist quasi so ein Billard mit Hund und Schaf. Sticky Sheep ist sehr. Muss ich jetzt. Hat mir bisher sehr viel Freude bereitet. Ich bin empört. Na egal. So, ich muss kurz die Niedlichkeit überbieten mit Cut the Rope. Cut the Rope, ja, aber das gibt's ja schon lange für iOS. Ja, aber Microsoft hat eine HTML5-Version finanziert. Als Internet Explorer Demo. Gibt es aber für alle anderen Browser zu spielen, ist von der Niedlichkeit noch ein Tick süßer. So ein süßes Monster, was du mit Zuckerfutter ist. Ich gehe davon aus, dass unsere Hörer, ja, die ja die Speerspitze der digitalen Bohem sind, ja, dass die schon längst Cut the Rope durchgespielt haben. Ich noch nicht. Aber ich fange jetzt gerade an. ich hab's aber auch nicht gespielt. Also so sieht die. Ich spiele das hier manchmal bei. Dieses Monster, das Löhne da. Ich spiele das manchmal bei der Chefredakteurin auf dem auf dem Telefon. Wieso bei der Chefredakteurin? Weil die es auf dem Telefon hat. Ach, kostet es Geld? Ja, das würde ich letztendlich auch dafür ausgeben, aber das ist einfach so, das hat mich irgendwie, weiß ich nicht. Cut the Rope gibt's kostenlos, HTML5. Kann man mit einem guten Browser spielen. Ja, aber das macht aber mit Touch noch mehr Spaß als mit. Ja, ja, ja. Im Zweifel machst du es auf deinem iPad. Ich habe kein iPad. Oh. Noch nicht. Ja, kommt ja jetzt bald vielleicht das neue iPad raus. Was aber schon seit vorgestern draußen ist, ist irgendwie anscheinend, ist es eine Single, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, Zeitverschwendung von den Ärzten, in Form einer EP, ja, mit 4 Liedern und dem Video, ist jetzt draußen, habe ich mir gestern bei iTunes gekauft, am 13. April, Freitag, den 13. April kommt nämlich das neue Ärztealbum, das wird auch heißen, und dann gehen die Ärzte auch noch auf Tour dieses Jahr. Ja, jetzt bin ich irgendwie ganz elegant zum nächsten Kulturteil dieser Sendung übergeleitet. Und die Tour wird heißen, das Ende ist noch nicht vorbei und geht ganz lange. Ich habe irgendwie auf zwei Konzerte gehe ich in Hannover, ich glaube im Juni oder so. Boah, oder Hannover, mein Beileid. Und dann in Berlin, Waldbühne. Oh, hast du schon Tickets gekauft? Klar, musste, weil war schon alles ausverkauft. Ich gehe nur auf Zusatzkonzerte, weil ich habe den Ticketstart leider verpennt. Ich voll Idiot. Ich wäre auch lieber in die Wuhlheide gegangen. Da gab es auch noch ein Zusatzkonzert in Berlin, aber das war irgendwie datumstechnisch nicht so gut. Irgendwas war da. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Naja, auf jeden Fall wird das ganz schön und
kann man sich, glaube ich, darauf freuen. Die EP habe ich mir jetzt immer gezogen und angehört. Die ist, die Ärzte werden sowieso immer poppiger, obwohl man kaum denkt, dass die noch poppiger hätten werden können. Ich höre die nicht. Die haben Text. Tja. Sage ich jetzt nichts weiter zu. Aber ich fände es irgendwie doch ein wenig nett, obwohl es so poppy ist. Sie werden auch ein bisschen... alt. Ja, ein bisschen härter. Na, alt ja sowieso. Aber da machen sie auch keinen Hehl raus, ja? Die werden ja, die altern ja mit Dings. Mit, wie nennt man das denn? Aber ich wenn man muss so altert. Ich muss ja auch nichts sagen. Mit Würde altern sie. Ich muss ja auch nichts sagen. Ich höre ja Kraftwerk und das sind ja alte Opas mittlerweile. Aber die Ärzte gehen ja auch schon stark auf die 50 zu. Ja, aber die Kraftwerke muss auch bestimmt 70 schon sein. Auf jeden Fall freut euch drauf und man kann sich diese EP durchaus holen. Dieses Lied Zeitverschwendung ist ein ganz nettes Lied. Es beschreibt irgendwie so ein bisschen die Ärzte und ihre Fans. Also so aus der eigenen Perspektive raus. Oh, selbstkritische. Das ist aber wahrscheinlich einfach dafür gedacht, um halt auf Konzerten wieder so ein Mitsing-Ding zu haben. Ah. Das ist jetzt so meine Interpretation, ob das so stimmt oder nicht. Ich weiß nicht. Ich kann doch durchaus das letzte Album von eigentlich muss man ja die Ärzte sagen, weil die Ärzte ist ja ein Eigenname und wird nicht gebeugt. Ja? Wir beugen alles hier. Die letzte. Das hat auch die Linken mit N. Ah, siehst du? Noch so ein Ding. Wird auch nicht gebeugt. Doch. So. Wird alles Verbrecher. Kann aber durchaus sein, weil Farin Urlaub irgendwann nämlich mal gesagt hat, er möchte das nicht ewig machen oder er wird sich dann irgendwann, weil er dann zu alt wird, kommt ihm das selber ein bisschen peinlich vor. Deshalb kann es vielleicht doch das letzte Album und auch das letzte Konzert sein. Obwohl ich ja immer noch glaube, dass das letzte Album ein Live-Album wird. Und zwar ein Vierfach-Live-Album, weil ein Dreifach-Live-Album hatten sie ja schon. Und das war irgendwie so das erste Dreifach-Live-Album in Deutschland, das auf Platz 1 gekommen ist, der Charts. Tja. Ja. Ist schön. Auch Kultur kann man sich auch anhören. Wer die Ärzte nicht mag, soll einfach mal sterben gehen. Dann gehe ich jetzt. Ja. Auf Wiedersehen. Tja, aber wir müssen noch ein bisschen was machen. Noch ein bisschen was. Ja, dann schließen wir auch ab. Halb sieben, okay. Halb sieben, muss der Herr ins Bett oder was? Nee, ja, vielleicht. Mal gucken. Ich bin gestern um 8 schlafen gegangen. Ich bin eingepennt. Ernsthaft? Ja, ich bin eingepennt. Um 8? Ja. Ja, warst du wieder hier Freitagnacht bis um 4 auf oder was? Bis halb 5. Ja, natürlich. Und dann Vollversammlung. Ach ja, stimmt. Willst du da noch von erzählen? Nö. Ja, der Herr erlebt hier immer Sachen, ja, und erzählt dann nie, was dann war. Ja, als wäre die 35. Vollversammlung des Landesjugendrings Niedersachsen was zum Erzählen. Genau. Gehen wir zu einem anderen Verein. Und zwar zur deutschen... Polizei! Nein. Achso. Nein, du wirst mir jetzt nicht den ganzen Block überspringen hier. Nein, wirst du mir nicht. Und zwar die Deutsche Luft- und Raumfahrtsgesellschaft. Setzt auf Creative Commons. Alle ihre Bilder werden jetzt langsam umgestellt oder die neuen werden automatisch Creative Commons sein. Ja. Ganz cool, weil die sind halt, das ist ein Staatsbetrieb halt, obwohl es ein Verein ist, aber sie sind irgendwie staatlich finanziert zum größten Teil. Und das ist eigentlich cool, damit kann man jetzt eine Menge machen. Und du willst nicht mehr reden, oder? Doch, ich höre nur zu, ich finde das gut. Ich finde, uneingeschränkt bin ich dafür. Ja, mehr gibt's auch nicht dazu. Aber die NASA hat ja auch schon... Ja, aber die NASA ist Public Domain, weil die USA sagen alles, governmental work is public domain. Ja, das ist sogar noch ein bisschen besser. Ja, die einzige ESA ist noch nicht auf... Deshalb können wir auch die ganzen NASA-Sachen, können wir auch alle... ja, so geil. ...so benutzen. Einzig die ESA ist noch nicht ganz auf dem Trip drauf. Auf dem Trip. Auf dem Trip. 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 Und Trip. Ja, wir können das... Nein, die werden jetzt überzeugt noch, dass die auch auf offene Lizenzen gehen. Nein! Trip! Trip! Falsches, oh Gott. Trip. Entschuldigung, das war der falsche, verdammt. Wir haben für das Ding, glaube ich, 20 Euro mehr bezahlt für die Effekte, oder? Ja, warte mal. It's Ada. Trip. 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 Gott. Ich bin nicht drin in Effekten. Das ist ja empörend. Nein, weil ich den Effekt bei mir aufgedreht habe und nicht bei dir. Pff. So. Empörend. Und ich habe Trip gesagt als erster. Bei dir war es aber Versprecher. Ich habe mich lustig Nein, gemacht. Trip. Ich sage Trip. Das ist Englisch. Trip. Ach, kriege ich doch jetzt den Effekt drauf? Trip. Trip. Trip.
Willst du den Effekt auch haben? Ja. Trip. Ja, bei mir hört sich's cooler an. Naja, Burkina Faso. Burkina Faso, was war da denn los? Das ist auch schon eine geile Story. Das ist so eine Fußnote der Geschichte. Burkina Faso ist eine Fußnote der Geschichte. Das habe ich nicht gesagt. Die Geschichte ist eine Fußnote der Geschichte. Okay, welche denn? Und zwar, die Überschrift übersponnen leitet, Burkina Faso gibt die Hoffnung nicht auf. Und zwar folgendes Problem. Was? Du hast es, glaube ich, nicht deutlich genug gesagt. Wir Burkina Faso gibt die Hoffnung nicht auf. Okay, warum? Und zwar folgende Geschichte. Kurz vor den Staatsbesuchen der deutschen Oberhäupter sind die... Ja, stimmt, das habe ich gelesen. ...sind die zurückgetreten und der Staatsbesuch nach Burkina Faso ist dann jeweils... Sowohl Horst Köhler als auch jetzt Christian Wulff. Ja. Und die sagen jetzt natürlich, oh Mann, das ist... Natürlich, da war es irgendwie noch die Erklärung, natürlich sind unsere bilateralen Beziehungen mit Deutschland hervorragend. Ja, aber wir würden uns schon freuen, wenn der neue Bundespräsident da mal zu uns kommen würde. So geil. Also ja, es ist halt, ja, die geben die Hoffnung nicht auf. Ja. Dass der jetzt eigentlich der dritte Bundespräsident endlich mal schafft, nach Burkina Faso in Afrika zu kommen. Ja. Ach ja. Darf ich den Moment of Wahnsinn vorlesen? Ach, du willst wirklich überspringen? Ja, okay. Ja, wenn du noch unbedingt was erzählen willst, ich hab nichts mehr. Einzig noch, dass die New York Times ein bisschen ihr Archiv öffnet, das sollte man erwähnen. Die zeigen ein paar coole Bilder auf Tumblr aus ihrem Fotoarchiv. Ach, haben sich da so ein Tumblr-Log eingerichtet oder was? Ja, okay. Und zeigen ein paar Bilder. Okay. Und sollte ach, das Fotoarchiv, nicht das Artikelarchiv? Sondern nein, das Fotoarchiv, genau. Ah, okay. Und da gibt's sehr coole Bilder. Und dann zeigen sie halt, dass es The Living Maroon, das bezieht sich darauf, dass die irgendwie die Leichenhalle, die Bilderhalle oder diese Bilderarchiv Leichenhalle genannt haben bei denen. Das ist ja cool. Ja. Und aber bestimmt mit Lizenz belastet, oder? Leider ja. Leider ja. Schade, schade. Aber ich scroll die gerade mal so durch, da sind echt schicke Dinger dabei. Es ist, kann man nicht anders sagen. Plus Archivnotiz oder so noch daneben geklebt. Oh ja, das ist ja cool. Ja, das verlinken wir dann. Ja. Kann das jeder mal lesen. Ich lese mal vor. Und zwar hat der Dennis hier was verlinkt. Hat es auch verlinkt. Patrick Döring, das ist dieser kleine Dicke, der nicht Auto fahren kann von der FDP, der jetzt... Aus Hannover, der jetzt Generalsekretär werden soll. Ja. Und der hat tatsächlich... Das mal was Wahres gesagt. Ja. Er hat Einsicht gehabt. Er hat wahrscheinlich nachts irgendwie geschlafen und hat Hunger bekommen. Nein, und es wie das so ist, ja, man wacht auf und auf einmal hat man einen Geistesblitz, ja. Und man hat auch so eine, ja, wie nennt man das denn? Man fühlt sich innerlich so erleuchtet in solchen Momenten. Und da möchte man natürlich auch diese Wahrheit, die man jetzt erfahren hat, an das Volk bringen, der Welt mitteilen. Und das hat er getan. Am Sonntag. Und ich zitiere: Ohne die FDP, Patrick Döring wohlgemerkt, ja? Patrick Döring, designierter Sekretär der FDP. Ohne die FDP hätten wir in Deutschland längst gesetzliche Mindestlöhne sowie eine starre Frauenquote in der Wirtschaft eingeführt und die private Krankenversicherung abgeschafft. Tja, dann wisst ihr, was ihr nächstes Mal wählen müsst. Ja. Wenn ihr diese ganzen Dinge gut findet. Schrecklichen Dinge nicht haben wollt, müsst ihr FDP wählen. Richtig. Ja. Tja. Es wäre grauselig, wenn wir hier einen gesetzlichen Mindestlohn hätten. Ja, oder eine Krankenversicherung für alle. Kommunismus, sag ich ja. Dir. Ja. Sozialismus. Sozialistischer Kommunismus ist das. Ja. Nazi-Kommunismus. Ja. Ja. Sozialistischer Nazi-Kommunismus, alles hier. Ja. So. Tja, dann bleibt nur noch zu sagen, oder? Zum Schluss. Dass die Polizei ein ungewöhnlich ruhiges Wochenende meldet in Lübeck. Tja. Das war's dann, glaube ich. Ja, ich finde es einfach nur so geil, wie viel Enttäuschung man in einen Satz backen kann. Ach. Wir verlinken all das. Und viel mehr. Und viel mehr. Und wünschen jetzt einfach noch einen schönen Restsonntag. Tschüss. Ciao.